Mikrofon schon funktioniert? Ja, okay. Schönen guten Abend und herzlich willkommen in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters. Mein Name ist Sahel Zarinfert und ich darf heute den heutigen Abend und dann auch das anschließende Gespräch moderieren. Wie Sie sehen, ist die Rote Bar heute im blauen Licht erstrahlt. Und das ist kein Zufall, denn blau ist die MECFS-Awareness-Farbe und soll die aus der Öffentlichkeit verschwundenen Betroffenen sichtbar machen und symbolisieren, I am here. Das ist auch der Titel dieser Veranstaltung, die heute zum 30. Internationalen Aktionstag stattfindet und auf die Krankheit einerseits und die Situation der Betroffenen andererseits aufmerksam machen soll. Denn MECFS ist die große Unbekannte unter den chronischen Erkrankungen. In Österreich leiden ca. 25.000 Menschen an der schweren Multisystemerkrankung und dennoch wird kaum Forschung dazu betrieben. Die Betroffenen und deren Angehörige sind zumeist auf sich alleine gestellt. Man könnte eigentlich auch sagen, sie werden mit allem, was eine chronische Erkrankung mit sich bringt, alleine gelassen. Und diese Veranstaltung soll auf die missliche Lage der Betroffenen und auch jener ihrer Angehörigen sichtbar machen und aufmerksam machen, unter welchen Lebensumständen sie ihren Alltag bewältigen müssen. Sie leiden, ganz grob gesagt, unter einer allumfassenden körperlichen und geistigen Erschöpfung. Viele von ihnen sind arbeitsunfähig, einige davon bettlägerig und einige mehr pflegebedürftig. Dieser Abend soll aber auch ein Abend der Selbstermächtigung und der Vernetzung sein und den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, in Austausch miteinander zu treten, um dadurch gemeinsam und eben auch stärker gegen die massiven Forschungslücken und das politische Desinteresse aufzutreten. Ein erster Schritt hierfür ist die seit gestern laufende Videoinstallation, die Sie bei freiem Eintritt im Weißen Salon des Volkstheaters besuchen können. Über einen Aufruf der CFS-Gesellschaften in Österreich, Deutschland und der Schweiz haben sich hunderte Betroffene gemeldet und deren Statements hat Videokünstler Max Hammel zusammengefügt. Die Projektion läuft noch bis 19. Mai hier in Wien und auch am 14. und 15. Mai im Schauspielhaus Bochum. Und noch ein letzter Hinweis, bevor ich meine Gäste auf die Bühne hole. Diese Veranstaltung ist via Livestream über die Website des Volkstheaters abrufbar. Das heißt, liebe Zuseherinnen an den Bildschirmen zu Hause, Sie können uns Ihre Fragen und Anregungen schicken, und zwar im Livestream auf YouTube in der Kommentarspalte. Einfach dort Ihre Fragen hinterlassen und wir werden sie im Laufe des Abends auf jeden Fall beantworten und vorlesen. Ich begrüße jetzt nun herzlich meine Gäste und bitte sie auf die Bühne, und zwar Johannes Schweikart, Dr. Michael Stingel, Doktorin Sigrid Pilz und Kalle Fuhr. Lieber Kalle, ich fange mit dir an, weil du bist jetzt nur ganz kurz hier mit uns auf der Bühne. Und zwar ist ja die eigentliche Initiatorin dieser Veranstaltung, Karen Breeze, heute leider kurzfristig verhindert und du springst kurzerhand für sie ein. Ich wollte dich fragen, wie kommt Karen Breeze zu euch ins Volkstheater? Karen ist eine ganz besondere Künstlerin. Und zwar, was macht sie besonders? Sie recherchiert nicht nur zu gesellschaftlich unglaublich relevanten Themen, sondern sie bleibt auch dran. Sie macht nicht einfach eine Theaterpremiere, sagt Ciao und ist weg, sondern sie bleibt über Jahre in Kontakt mit den Menschen, mit den Communities. Und sie recherchiert jetzt seit, ich glaube, über anderthalb Jahren zum österreichischen Gesundheitssystem, zu den Missständen und der sich ausbreitenden Zweiklassenmedizin. Und ihr spezieller Fokus liegt dabei auf chronischen Erkrankungen
und konkret ME-CFS. Sie hat mittlerweile mit mehreren Dutzend Betroffenen, Ärztinnen, ForscherInnen, AktivistInnen, PolitikerInnen gesprochen und wird die Ergebnisse dieser Recherche Ende September hier im Volkstheater in den Bezirken auf die Bühne bringen. Das heißt, dieser Abend heute hier ist keine einmalige Sache, sondern der Auftakt zu einer nachhaltigen Beschäftigung damit. Und Veins Anatomy, so wird der Abend heißen, wird in Karen Brees Manier, kann man schon fast sagen, poetisch, berührend und inhaltlich radikal werden, weil sie den Menschen endlich eine Stimme gibt, die nicht gehört werden, und wir die Bühne freimachen für genau diese Menschen, diese Stimmen. Und deswegen möchte ich der Karen ganz herzlich danken für ihren unermüdlichen Einsatz, dafür, dass wir heute hier oben sein können in der Roten Bar. Und ich wünsche uns allen einen ermutigenden Abend. Super, vielen Dank. Dankeschön. Genau, also herzlich willkommen nochmal auf die Bühne. Herr Dr. Stengel, ich würde gern mit Ihnen anfangen und wollte Sie mal zu Beginn auch für ein fachfremdes Publikum, das uns vielleicht heute via Livestream zuschaut, fragen, ob Sie erklären können, was ME-CFS eigentlich genau ist. Ich möchte mich gleich mal entschuldigen, meine Stimme ist schrecklich, aber ich habe nicht die ganze Nacht durchgesoffen. Ich habe einfach zu viel geredet die ganze Woche. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Verzeihung. Also im Prinzip ist ME-CFS eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die die Leute in jeglichen Aspekt ihrer Lebensführung massiv beeinträchtigt. Und sie ist leider viel zu oft übersehen und sie ist noch viel zu schlecht verstanden. Und deswegen, wenn die Leute dann mit dem Medizinsystem in Kontakt kommen, treffen sie oft auf Unverständnis, auf falsche Diagnosen, auf Therapien, die letztendlich sogar in vielen Fällen kontraproduktiv und schädigend sind. Und Long-Covid hat jetzt vielleicht ein bisschen den Fokus darauf gelenkt, hat hoffentlich einen Forschungsschub gegeben. Man hat ein bisschen das Gefühl, das verändert sich jetzt in der Wahrnehmung, aber es ist trotzdem, es ist viel zu tun. Und ich glaube, wir werden es heute eh noch hören, die Betroffenen leiden massiv unter der Tatsache, dass momentan ihnen nicht geholfen wird. Genau, ja. Immer wenn der Name dieser Krankheit fällt, fällt auch im selben Atemzug Ihr Name. Sie gelten als praktisch einziger Facharzt, der sich mit dieser Krankheit beschäftigt und Patientinnen, Patienten behandelt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Sie da praktisch der einzige Arzt sind, der kontaktiert wird? Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Einzige, aber ich habe mich halt vermutlich mit dem Thema ein bisschen exponiert. Und wenn man mal beginnt, sich damit zu beschäftigen, dann ist, glaube ich, die Erfahrung von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass einem dann Türen eingelaufen werden, weil es gibt einfach viel zu wenige von uns, die sich damit beschäftigen. Wir müssen uns irgendwie mal bewusst machen, dass schon bevor Long-Covid jetzt über uns gekommen ist, 20.000 bis 30.000 Leute in Österreich unter ME-CFS gelitten haben. Das ist mehr als Multiple Sklerose zum Beispiel. Für Multiple Sklerose haben wir ein sehr gutes Netzwerk von Betreuung, sehr viele kompetente Leute, die sich damit beschäftigen. Und für ME-CFS gibt es vielleicht eine Handvoll. Und natürlich ist man da schneller mal derjenige, wo man sagt, dort muss man hingehen. Ja, vor allem, wenn man auf Twitter aktiv ist und versucht auch, das bisschen, was man darüber weiß, auch zu verbreiten. Ja. Es war letztendlich auch bei mir, es kommt im Studium nicht vor, es kommt in der Ausbildung nicht vor, es kommt auf neurologischen Fachkongressen nicht vor, obwohl es eine Erkrankung ist, die eigentlich der Neurologie zugeordnet ist. Es war bei mir der Kontakt mit einem sehr schwer betroffenen Patienten, wo man sich da denkt, das gibt's doch nicht, dass jemand so krank ist und dass sich niemand damit beschäftigen mag, warum der so krank ist. Und wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen ein medizinisches Selbstverständnis hat, gerade als Neurologe, wo wir immer so stolz drauf sind, wie gescheit wir sind und wir detektivisch daran arbeiten, was die Diagnose sein kann, ja, dass man das nicht als Chance sieht, was über Medizin zu lernen. Ja. Und es war dann im Endeffekt eine glückliche Fügung, dass ich damals die Zeit hatte, mich in dieses Thema einzulesen, mich damit zu beschäftigen, und dann war es im Endeffekt Learning by Doing, und ja, und dann kommt man halt schnell in diesen Ruf, derjenige zu sein, der sich damit beschäftigt, und dann braucht man sich nicht mehr darum kümmern, wo die Leute herkommen. Und was haben Sie für einen Eindruck von Ihren Patientinnen, die bei Ihnen in die Praxis kommen, jetzt nicht aus einer medizinischen Sicht, sondern aus einer rein menschlichen Sicht? Was machen diese Menschen für Sie, auf Sie für einen Eindruck? Ich glaube, dieser eine recht prägende Punkt ist, wie häufig ich höre, dass
auch wenn viele Betroffene realistisch wissen, dass es nicht wirklich viele gute Therapien gibt, dass es keine wirkliche Perspektive darauf gibt, das zu heilen, dass man das so oft hört, sie sind jetzt zumindest der Erste, der es einmal ernst genommen hat. Und ich finde, das ist einfach schlimm, sowas zu hören. Ja. Weil auch wenn ich jetzt keine Ahnung habe, und wir haben in der Medizin viele Erkrankungen, die wir nicht heilen können, die wir nicht einmal therapieren können, ja, solche häufigen Dinge wie Demenz, ja, wir können Demenz nicht heilen, ja, und trotzdem nimmt man es ernst, ja, und trotzdem gibt es ein Netzwerk für Betroffene, trotzdem gibt es ein Netzwerk für Angehörige, ja. Und da hat man eine schwere Erkrankung, die junge Leute betrifft, denen die Existenz weggezogen wird, weil sie einfach nichts mehr machen können, weil sie so massiv in jeder Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind, weil sie jede Überanstrengung büßen mit tagelanger Verschlechterung des Zustandes, und die nimmt keiner ernst, und das ist irgendwie schrecklich. Herr Schweikert, Sie sind 23 Jahre alt und müssen seit dem Sommer 2019 mit den Folgen der Erkrankung leben. Wenn Sie jetzt Ihr Leben davor mit der heutigen Situation vergleichen, welche Unterschiede machen Sie aus? Wie sehr beeinträchtigt Sie die Krankheit? Von mir auch einmal ein Hallo. Es ist sehr schön, dass Sie alle da sind. Es ist sehr schön, dass Sie alle zuschauen und sich für das Thema interessieren. Kann man mich gut hören? Okay, danke schön. Ja, danke für die Frage. Was ich gleich am Anfang einmal erwähnen möchte, für alle, die das vielleicht nicht wissen, es gibt sehr unterschiedliche Schweregrade von ME/CFS. Also es gibt sehr leicht Betroffene, da gehöre ich zum Beispiel dazu. Es gibt Leute, die eher moderat betroffen sind. Es gibt Leute, die schwer und auch sehr schwer betroffen sind. Und Leute, die zum Beispiel moderat betroffen sind, die sind ans Haus gebunden, die können in ihrem Haus aktiv sein, aber mehr auch nicht, oder vielleicht einen kleinen Einkauf erledigen. Und Leute, die schwer und sehr schwer betroffen sind, die sind größtenteils ans Bett gefesselt. Und wenn ich jetzt über meine Einschränkungen im Alltag spreche, dann trifft das nur auf mich und auf all die Leute zu, die leicht oder teilweise moderat betroffen sind. Für sehr, sehr schwer betroffene Personen, ja, da gelten andere Regeln, also da geht das nicht. Prinzipiell ist es, glaube ich, fürs Verständnis ganz gut, wenn man die Dinge einteilt in Sachen, die ich gar nicht mehr machen kann, und Sachen, die einfach anders sind als vor der Krankheit oder schlechter funktionieren. Beginnend bei den Sachen, die gar nicht mehr funktionieren, eins der ersten Sachen, die mir da aufgefallen sind und wahrscheinlich auch den meisten anderen Betroffenen aufgefallen sein werden, ist, dass einfach Bewegung und Sport nicht mehr funktioniert. Es funktioniert an sich schon noch, also die Tätigkeit, die könnte ich ausüben, aber mir geht es nachher sehr, sehr schlecht. Diese Zustandsverschlechterung nach so einer Bewegung nennt man bei ME/CFS einen Crash. Das ist so, wie wenn man einfach krank werden würde. Und wenn ich jetzt sage, ich kann keine Bewegung, keinen Sport mehr machen, dann rede ich jetzt nicht nur von Hanteln schupfen im Fitnessstudio oder Marathonlaufen. Ohne den Dingen kann man auch ganz gut leben. Bewegung betrifft viel mehr Bereiche im Leben. Da geht es um Geschichten, von denen man kein Teil mehr ist, um Momente, die man nicht mehr erlebt. Da geht es zum Beispiel um Urlaube mit meiner Familie, meine Eltern sind heute auch da, auf die ich einfach nicht mehr mitfahren kann. Ich kann im Herbst nicht mehr wandern gehen oder Skifahren gehen im Winter, und jetzt, wenn es wärmer wird im Frühling, auch keine Stadt mehr besichtigen, weil ich es einfach körperlich nicht schaffe. Es fahren alle weg und ich bleibe zu Hause. Es hat auch einen wahnsinnig großen sozialen Kontext, wenn man sich bewegt. Also ich kann jetzt im Sommer nicht mehr Fußball spielen oder Volleyball spielen gehen mit meinen Freunden oder nach einer Prüfung in eine Disco tanzen gehen. Das ist einfach alles nicht mehr machbar. In meinem Fall hat die Bewegung auch eine berufliche Komponente gehabt. Ich habe ein Studium abgeschlossen. Ich habe eigentlich bin Physiotherapeut. Ich habe das gelernt und kann diesen Beruf jetzt nicht ausüben, weil die Arbeit als Physiotherapeut körperliche Anforderungen hat, die ich einfach nicht erfüllen kann. Das sind aber alles Sachen, die man im Alltag in meinem Fall jetzt wenig mitbekommt, weil sie von der To-Do-Liste sowieso gestrichen sind. Dinge, an denen ich jeden Tag viel stärker merke, dass ich eigentlich krank bin, sind beispielsweise meine Wohnsituation. Ich habe eigentlich schon in Wien gewohnt, in einer WG mit zwei Freunden von mir. Und um mir die finanzieren zu können, bin ich neben dem Studium arbeiten gegangen, als Kellner und in einem Fitnessstudio dann. Und wie ich dann krank geworden bin, habe ich mich entscheiden müssen, ob ich arbeiten gehe, ein paar Stunden in der Woche mit der Energie, die ich zur Verfügung habe, und weiter in Wien wohne, oder ob ich zurück nach Hause zu meinen Eltern ziehe und dafür weiter studieren gehe und mich auf das Studium konzentriere. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin unheimlich froh und irrsinnig dankbar, dass ich
bei meinen Eltern wohnen kann zu Hause. Aber mit 23 Jahren, wenn man eigentlich in einem Lebensabschnitt ist, in dem man sich eine gewisse Unabhängigkeit aufbauen möchte, ist das eine eher suboptimale Situation. Es betrifft in meinem Fall zum Beispiel auch die Mobilität. Ich war früher überzeugter Radfahrer und wäre es auch gerne immer noch. Ich kann mittlerweile mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut unterwegs sein, aber eine Sache, an der ich dann auch immer wieder die Krankheit merke, ist beispielsweise, wenn ich auf dem Weg zu einer Station bin und ich habe noch 30, 40 Meter und es kommt eine Straßenbahn, dann fährt der einfach an mir vorbei und fährt ohne mich weiter, weil ich hier nicht nachlaufen kann oder ich könnte schon, aber wenn ich das mache, dann kommt es eben zu diesem Crash, den ich vorher erwähnt habe und deswegen versuche ich das nicht zu tun und das sind alles jetzt nur Beispiele, also ich habe versucht, das vielleicht ein bisschen in Worte zu fassen. Es betrifft alle Lebensbereiche, es betrifft auch die Ernährung, es betrifft den Schlaf. Im ECFS macht keine Pause, es ist jeden Tag da, es betrifft alles, jede Komponente. Ja. Ich habe vorhin gesagt, die Krankheit haben Sie im Sommer 2019 erstmals bemerkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, nachdem es da ja, wie Herr Stingl auch schon gesagt hat, relativ wenige Ärztinnen und Ärzte gibt, die dann auch die Symptome richtig einordnen, dass Sie wahrscheinlich eine eher längere Odyssee an Arztbesuchen und vielleicht auch Falschdiagnosen hatten. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ja, also ich habe da echt großes Glück gehabt. Also die durchschnittliche Dauer in Österreich, die Patientinnen brauchen, um die Diagnose zu erhalten, ist bei 8 Jahren. In meinem Fall war es tatsächlich ein bisschen mehr als 1, was im Verhältnis sehr wenig ist. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären krank und Sie wissen einfach 1 Jahr nicht, was mit Ihnen los ist. Ich hatte das Glück, über eine Bekannte den Tipp zu bekommen, dass es in Wien einen sehr engagierten Neurologen gibt, der heute neben mir sitzt. Und bei dem habe ich dann noch einen Termin bekommen und der hat mir dann recht schnell die Diagnose eigentlich gestellt und seitdem weiß ich zumindest, dass die Symptome einen Namen haben. Ich habe davor viele Ärzte und Ärztinnen gesehen, ich war in vielen Krankenhäusern, ich war in vielen Ambulanzen, ich habe unterschiedliche Dinge gehört, ich hatte das Glück, dass ich zumindest schon zu einem großen Teil ernst genommen worden bin, auch nicht von allen leider. Aber ja, da waren auch Diagnosen dabei, die ja einfach nicht dem entsprochen haben, wie es mir gegangen ist. Und die habe ich für meinen Teil auch zum Glück sehr schnell wieder verwerfen können. Andere Leute, denen gelingt das nicht und die leiden dann jahrelang unter solchen Falschdiagnosen. Weil ja auch mit einer falschen Diagnose häufig eine unpassende Therapie einhergeht. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil ich noch gelesen habe, dass Sie Mitglied bei der CFS-Hilfe Österreich sind und als solches auch eine Petition mit initiiert haben, ich glaube, das sind politische, aber auch medizinische, soziale Forderungen gestellt worden. Vielleicht können Sie ganz kurz schildern, welche das sind und wo die Petition jetzt gerade aktuell steht. Ja, gerne. Vielleicht darf ich einleitend noch ein paar Worte. Hallo. Ja, jetzt geht's wieder. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen näher kommen. Okay. Vielleicht darf ich einleitend noch ein paar Worte über die Organisation selber sagen. Also die Österreichische Gesellschaft für ME-CFS ist eine ehrenamtliche Organisation von Betroffenen für Betroffene. Wir sind momentan ein Team aus 13 Mitarbeiterinnen. 11 davon sind selbst von ME-CFS betroffen und 2 sind direkte Angehörige. Und wir versuchen mit unserer Arbeit eigentlich etwas zu bieten, das es so in Österreich sonst einfach nicht gibt und das ist eine erste Anlaufstelle. Wenn man die Diagnose im ECFS bekommt oder auch den Verdacht hat, daran erkrankt zu sein, dann tun sich extrem viele Fragen auf und ich möchte nicht behaupten, dass wir die alle beantworten können, aber wir können zumindest grundlegende Konzepte vermitteln, wie man mit der Krankheit umgehen könnte. Und was wir auch machen können, ist das Gefühl vermitteln, dass man zumindest nicht ganz alleine mit der Krankheit darstellt, weil das Gefühl hat man häufig, wenn man die Diagnose bekommt, schon. Wir haben dazu auch eine Online-Gruppe, weil es den meisten leider nicht möglich ist, sich privat, also persönlich zu treffen, die wir betreuen. Dort können sich die Mitglieder austauschen untereinander und Fragen stellen
Wir sind dort mittlerweile fast 1000 Leute. Und um auf die eigentliche Frage jetzt zurückzukommen, neben unserer Aufklärungsarbeit sind wir natürlich auch politisch aktiv. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Herbst eine Petition eingereicht unter großem Aufwand an den Nationalrat. Und in dieser Petition stellen wir einige Forderungen. Und eine Sache möchte ich jetzt an der Stelle ganz klar sagen. Wir fordern nicht viel. Wir fordern das absolut notwendige Minimum. Ja? Wir fordern nicht mehr und nicht weniger als das, was in unseren Augen jedem und jeder chronisch Kranken in Österreich zustehen sollte und was man sich als kranker Mensch auch erwarten darf. Stellen Sie sich vor, Sie würden morgen krank werden. Was würden Sie sich dann erwarten? Ich nehme an, Sie würden sich wünschen, dass es irgendeine öffentliche Anlaufstelle gäbe, eine Ambulanz, eine Klinik, eine Ordination, ein Krankenhaus, irgendeinen Ort, an den Sie gehen können und an dem Sie um Hilfe bitten können. So einen Ort gibt es nicht in Österreich, zumindest öffentlich. Einen Ort gibt es schon. Ja, und dadurch, dass so ein Ort auch nichts bringt, wenn sich dann dort dann niemand mit ME/CFS auskennt, fordern wir natürlich auch eine vernünftige Aufklärung, beginnend an medizinischen Universitäten, aber auch in Form von Fortbildungen für Mediziner und Medizinerinnen und grundsätzlich Berufsgruppen, die mit PatientInnen in Kontakt kommen. Wir fordern auch soziale Absicherung, wir fordern die Sozialversicherungsträger dazu auf, den Betroffenen nicht mehr und nicht weniger als die Leistungen zukommen zu lassen, die ihnen auch zustehen. Und da geht es jetzt nicht nur ums Geld, da geht es um Betreuungsplätze für schwer Betroffene, da geht es um Plätze für schwer kranke Menschen, für schwer kranke Kinder, die zu Hause von den Eltern gepflegt werden müssen. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus. Da geht es aber auch um leichter Betroffene, dass man diese Menschen nach Möglichkeit, die noch etwas arbeiten können, durch flexiblere Gestaltung in den Beruf halten kann. Da geht es um mich, da geht es darum, mir die Möglichkeit zu geben, irgendwann einmal einen Berufsalltag zu bekommen. Ich möchte arbeiten gehen, ich möchte Arzt werden, ich studiere Medizin, ich werde Arzt werden und ich möchte arbeiten gehen. Ich kann es nur nicht so wie alle anderen. Und dann fordern wir auch noch Forschung. Wenn wir das Problem wirklich an der Wurzel behandeln möchten, dann müssen wir einfach mehr über die Krankheit wissen, als wir das jetzt tun. Und da ist es immens wichtig, dass man die Leute und die Projekte unterstützt, die das herausfinden wollen. Ja, und wenn Sie finden, dass das ganz vernünftige Forderungen sind, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn Sie unsere Petition unterstützen. Momentan befindet sich im Petitionsausschuss. Die erste Hürde haben wir schon geschafft. Wir haben im Herbst in 5 Wochen 27.000 Unterschriften gesammelt. Und damit muss sich der Petitionsausschuss jetzt damit beschäftigen. Da hat schon mehrere Runden gegeben. Die nächste Runde findet jetzt im Juni statt. Wenn Sie zum Beispiel auf Google einfach ME/CFS-Petition Österreich eingeben, dann sollte der erste, zweite oder dritte Suchvorschlag schon die Petition sein. Sie können dort Ihre Zustimmung abgeben, Sie können es auch liken. Und wenn Sie das machen würden, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Das würde uns in unserer weiteren Arbeit unterstützen. Dankeschön. Frau Pilz, wir haben jetzt gerade sehr eindrücklich gehört, was diese Krankheit mit einem persönlich macht, aber auch mit dem eigenen Umfeld und wie betroffen das auch macht. Sie sind die Wiener Patientinnen-Anwältin. Wie viele Beschwerden laufen eigentlich bei Ihnen ein, wenn es um ME/CFS geht? Ja, danke für die Einladung und ich bin ganz beeindruckt von Ihrer Schilderung. Das ist Sie haben davon gesprochen, dass Demenz etwas ist, womit man sich beschäftigt. Gut so, ich bin auch Pflegeanwältin. Aber wenn man jetzt weiß, dass es vor allem junge Menschen sind, die da betroffen sind, sie sind Anfang 20 und sie haben ein Recht auf eine Zukunft und sie haben ein Recht auf einen Beruf und ein Recht darauf, dass man in ihrer Erkrankung das Bestmöglichste für sie persönlich tut und auch für die Forschung. Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, wenn ME/CFS rote Pusteln machen würde, ja, dann würde man sagen, ich habe rote Busseln, ich habe die Erkrankung, nehmt es mich ernst. Also auch jetzt zu Ihrer Frage zurück, es beschweren sich weniger, als sich beschweren müssten, wenn ich es jetzt sozusagen im Kontext der Dinge anschaue, worüber man sich bei mir beschwert, nämlich über alles vom kalten Essen im Spital bis zur unfreundlichen Ordinationshilfe und dass man einen Herzinfarkt übersehen hat.
Mit ME/CFS habe ich selten zu tun gehabt. Durch Long-Covid wird es jetzt häufiger, weil da ein Bewusstsein entsteht. Kleine Verfahrenskritik, der Name ist unfassbar. ME/CFS, da muss selbst die Patientenanwältin kurz nachdenken, ob sie alle Buchstaben benannt hat. Tauft euch um, das versteht keiner. Es versteht keiner. Es versteht echt keiner und ein bisschen am Marketing ist in eigener Sache. Der Herr Professor sieht es anders vielleicht, aber ME/CFS ist einfach nichts, womit man, das ist ein bisschen ein Herrschaftswissen. Also, und wenn man es dann übersetzt, ich bin halt gefragt worden, was, wozu gehst du halt hin? Und dann habe ich das halt bei Akademikern lauter staunen und Chronic Fatigue ist also auch etwas, was es eigentlich ein bisschen verharmlost, erschöpft. Kommt mir schon vor. Wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil mir dann die Leute sagen, und das sage ich jetzt aus meiner Praxis, bei den Beschwerden, die ich habe, dass es Ärzte, Pflegebedienstete, Angehörige gibt, die sagen, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Erschöpft bin ich auch. Erschöpft bin ich auch. Also mein Appell geht dahin, dass ich sage, wenn es eine Erkrankung ist und daran ist ja nicht zu zweifeln, dann muss sie als solche auch in der Sprache wahrgenommen werden. Aber das ist sozusagen nicht meine Entscheidung, das müssen die Ärzte und Ärztinnen machen. Was Sie betrifft, das ist vielleicht, dieses Licht steht ein bisschen unterm Scheffel, auf Twitter sind Sie ein Star. Der Neurostingel ist sehr gefragt, wird konsultiert, jeder von uns, der auf Twitter mitliest, weiß das. Und Sie sind wirklich der Einzige, von dem man sagen kann, die Expertise ist nicht irgendwo, sondern die ist im Zentrum dafür. Und es ist skandalös, dass es eine einzige Person gibt in Österreich, die das repräsentiert. Und das muss natürlich in die Breite. Weil wenn ich jetzt sage, die Antwort ist, reißt euch zusammen, dann hat es eigentlich auch schon Neurologen oder Internisten gegeben, die Patienten und Patientinnen damit gekommen sind. Oder mit der Antwort haben schon einmal eine psychotherapeutische Antwort gesucht. Also die Diagnose dürfte schwierig sein und weil es keine Busteln macht, ist der Verdacht, dass es vielleicht jemand ist, der heute in einer Lebenskrise ist, auch leider relativ nah. Ich denke an den ersten Fall, den ich mitbegleitet habe, auch relativ typisch eine junge Frau, die kurz nach der Matura pfeifferisches Drüsenfieber bekommen hat und ab dem Moment also in diesen Zustand geraten ist. Das ging so weit, dass sie rollstuhlpflichtig war, wenigstens temporär. Sie hat Medizin studiert und auch fertig gemacht. Also es ist möglich, aber sie hat lang gebraucht und es war ein schwieriger Weg. Und es war großes Stochern im Nebel, was eigentlich der Fall ist. Und vielleicht jetzt noch zu Long-Covid zurück. Der Umstand, dass es jetzt etwas ist, was die Bevölkerung als solches bedrohen kann. Wenn man weiß, und es gibt ja dazu Vermutungen, dass vielleicht 10%, auch jene der milden Infektionen, davon betroffen sein könnten, in welchem Ausmaß auch immer, da müssen wir uns schon damit beschäftigen, dass das nicht etwas ist, was dann Sie vielleicht mit drei Mitstreiterinnen und Mitstreitern bearbeiten können, sondern dass wir uns da als Gesellschaft beschäftigen müssen, dass es um Versorgungsstrukturen geht. Weil, wie Sie gesagt haben, zu Recht, für mich ist niemand da. Ich glaube, dass Long-Covid und also alle diese vergesellschafteten Erkrankungen neue zusätzliche Versorgungsstrukturen brauchen. In der akuten Diagnostik und Therapie, in der Rehabilitation und dann auch im ganzen Kontext der sozialen und arbeitsbezogenen Weiterversorgung. Zu sagen, ihr müsst euch streiten um die Ressourcen, die da sind, wird da nicht genug sein, denn wenn es so kommt, wie manche Experten und Expertinnen sagen, dann müssen wir uns auf ein chronisches Problem einstellen, das vor allem junge Menschen betrifft und dann heißt es möglicherweise, dass es sie lange betrifft. Wollen wir nicht hoffen ein Leben lang? Wollen wir noch auf die Forschung hoffen? Und wollen wir darauf hoffen, dass es dafür Geld gibt und dass sich die Gesellschaft besinnt, dass man da diese jungen Menschen nicht im Stich lassen darf.
Eine kurze Nachfrage hätte ich noch dazu. Wie weit reicht Ihr Einflussbereich als Patientinnen-Anwältin? Wie weit können Sie politisch Verantwortliche in die Pflicht nehmen und Primärversorgungszentren einfordern oder eben auch mehr Forschung dazu einfordern? Was könnten Sie dazu beitragen? Also ich sehe meine Aufgabe schon darin, dass ich auf den Tisch haue, tatsächlich. Nicht, dass die Ärztekammer das freut, wenn ich das mache. Also die Spielaufstellung, ich weiß nicht, was man Ihnen schon über mich erzählt hat, aber das ist nicht immer das Freundlichste seitens der Ärzteschaft, macht nichts, weil ich finde, es darf nicht so sein, dass jeder Patient, der von einer Erkrankung betroffen ist, für die es schlechte Versorgung gibt, die vielleicht durch schlechte, wie bei Diabetes, durch schlechte Versorgung überhaupt erst sozusagen eskaliert, oder wenn es jetzt eine Gruppe betrifft, die nicht wirkmächtig ist durch ihre Erkrankung, dann sehe ich schon als meine Aufgabe, hier auch im Sinne eines Lautsprechers darüber zu reden und es auch einzufordern. Im Konkreten ist es so, dass offensichtlich, das werden Sie sicher besser als ich beantworten können, sogar schon die Fachwelt da erst ein bisschen fürsorglich belagert werden muss, damit sie versteht, worum es da geht. Und ja, ich glaube, dass ich als Patientenanwältin Stimme erheben soll und das auch kann. Ich habe mit der Frau Bries gesprochen und es war ein super Gespräch und wir haben, glaube ich, eine Stunde telefoniert, wir wollten 10 Minuten telefonieren. Und also wenn es uns gelingt, aus verschiedenen Ecken der Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, und zwar, und das finde ich einen Ansatz gut, nicht so aus dieser Opferperspektive, sondern ich habe ein Recht auf Versorgung, ich bin von etwas betroffen, das macht mich nicht klein, sondern mutig. Und das veranlasst mich und meine Angehörigen, dass wir uns wehren. Und da möchte ich gerne dabei sein, sie zu unterstützen. Das heißt, es wäre gut, wenn Betroffene sich direkt an die Wiener Patientenanwaltschaft wenden und zumindest mal sich Gehör verschaffen. Das wäre etwas, was Betroffene machen könnten. Dazu lade ich in allen Fällen ein, also gerade rund um Long-Covid oder rund um die Pandemie ist es ja noch einmal deutlich geworden. Aber es gibt nicht nur mich, mich gibt es 9-mal, also 8 noch andere in allen Bundesländern. Die Patientenanwaltschaften gibt es in allen Bundesländern. Wir sind weisungsfrei, unabhängig und dazu da, Patientenbeschwerden zu behandeln. Und zwar nicht nur die, ich habe im Spital einen zu langen Nagel in die Hüfte eingesetzt, kriegt auch schlimm, sondern auch diese Dinge, wo leider Patienten oft das Gefühl haben, da kann ich mich über nichts beschweren. Weil wenn ich weiß, wer einen Fehler gemacht hat, dann ist es einfach, zur Patientenanwaltschaft zu gehen und zu sagen, tun Sie da was. Aber wenn es um eine Mangelversorgung geht, wundert es mich oft oder macht es mich betroffen, wie lang Menschen oft das aushalten und hinnehmen und dann, wenn sie kommen und sagen, wissen Sie, ich habe eigentlich keine wirkliche Beschwerde, sondern ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Und auch die sind eingeladen und wir tun, was wir können. Es ist halt ja so, dass man einfach zu erschöpft ist, um sich damit wirklich dagegen, also aufzustehen und zu schreien. Ja? Also auch die Kraft zu haben, einem Arzt gegenüber, der blöd kommt, einem Sachverständigen, einfach die Meinung zu sagen. Es ist einfach nicht möglich. Also es fehlt die Energie dazu oft. Ja? Also wenn wir da Ihnen helfen können, indem wir das auch aufnehmen und das auch im Sinne der parteilichen Vermittlung. Wir sind parteilich für die Patienten, das heißt nicht, dass wir nicht objektiv sind, aber wenn wir das Gefühl haben, dass eine Gruppe, die kommt unter die Räder, weil sie sich nicht laut genug äußern kann, dann sind wir schon dazu da, und das ist auch unsere Aufgabe, da dann verstärkend und aufklärend und ermächtigend zu agieren. Ich habe eine Anmerkung. Hört? Ja, jetzt geht's wieder. Das weiß ich aus den Vorlesungen. Gibt es vielleicht ein Mikrofon fürs Publikum, weil ich glaube, die Menschen im Livestream, die hören die Fragen nicht. Gibt es eins? Sonst können wir es auch einfach wiederholen. Ja? Ich wiederhole es auch gerne. Also die Frage war, das mache ich das jetzt gleich, wenn man sich selber sozusagen nicht kräftig genug fühlt, um einem Arzt, einer Ärztin zu widersprechen, etwas einzufordern oder sich zu wehren, war die Frage, ob dann die Patientenanwaltschaft dort jetzt die richtige Adresse ist. Also wir wollen das sein und wenn wir dann uns unterstützen können, dann tun wir das.
Es ist wunderbar, dass Sie Fragen haben. Ich wollte eigentlich die Fragerunde ganz zum Schluss machen, aber ich finde, es passt. Nein, es ist wunderbar. Ich finde, es passt einfach sehr gut zu eben dieser, zu diesem Austausch. Und ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie eine Frage haben, dass Sie meinem Kollegen Felix, der hier da gleich bei der Säule steht, einfach ein Zeichen geben. Und Sie können dann einfach Ihre Frage direkt stellen und müssen nicht bis zum Schluss warten. Herr Stingl, jetzt haben wir schon mehrmals gehört, da wird kaum Forschung dazu betrieben, zu der Krankheit. Es gibt massive Forschungslücken, es gibt keine Medikamente, keine Therapie. Das macht eigentlich fassungslos. Wie ist das möglich? Die Krankheit gibt es ja eigentlich schon relativ lang, seit mehreren Jahrzehnten, und trotzdem gibt es dazu kaum Forschung. Woran liegt das? Das muss ich mal sagen, ich bin kein Professor, ich bin ein kleiner Neurologe, aber muss man nur, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, das ist einfach ein Wahrnehmungsproblem. Ja. Wenn Sie eine Erkrankung haben, die auf der Uni nicht gelehrt wird, die auf Fachkongressen nicht vorkommt, dann entsteht natürlich der Eindruck, dass sie nicht relevant ist. Und wenn sie nicht relevant ist, dann kann man sich damit akademisch nicht profilieren. Und es gibt auch in der medizinischen Forschung genug Trampelpfade, die gut abgegangen sind, genug Erkrankungen, wo man einfach schon einen gewissen Ansatz hat und wo man auf diesen Ansatz aufbauen kann. Und bei ME/CFS muss man im Prinzip von Grund auf anfangen. Stimmt natürlich nicht ganz, es gibt schon sehr viel Grundlagenwissenschaft und sehr viel von dem, was jetzt über Long-Covid in den letzten 2 Jahren als sensationell neu entdeckt wurde, da gibt es die Äquivalente in der Forschung zu ME/CFS schon, das wurde halt nur irgendwie ignoriert. Ja. Es kommt halt so gut wie nie in den großen Fachjournals vor. Das heißt, wenn ich jetzt so als Neurologe die großen Neurology und JAMA Neurology und Lancet Neurology lese und vielleicht noch ein, 2 Journals aus einem Spezialgebiet, mit dem ich mich beschäftige, dann werde ich über ME/CFS nichts lesen. Ja. Und natürlich entsteht dann umso mehr dieser Eindruck, dass es nicht relevant ist. Und wenn man dann einmal was googelt und was nachliest, wenn man vielleicht einmal mit einem Patienten oder einer Patientin in Kontakt kommt, die ME/CFS hat, dann findet man eine sehr bedauerliche Studie in Lancet, die im Nachhinein sich methodisch als sehr fragwürdig erwiesen hat, wo halt leider dieser psychosomatische Ansatz sehr in den Vordergrund gerückt wird. Und dann wird man natürlich bestätigt darin, das ist ja eh psychosomatisch. Ja. Mhm. Und diese ganze interessante Wissenschaft, und das ist etwas, was mich damals irgendwie so fasziniert hat, was da alles drinnen steckt. Ich habe noch nie so viel über Medizin in so kurzem Zeitraum gelernt, so generell auch außerhalb des Fachs wie da jetzt. Ja. Das sieht man gar nicht. Ja. Wir wissen schon recht viel. Es ist eine in vielen Fällen postvirale oder postinfektiöse Erkrankung. Sie kann auch andere Auslöser haben. Es hat vermutlich was mit chronisch persistierenden Infektionen zu tun, was sich jetzt auch bei Long-Covid herausstellt. Diese Studie aus Innsbruck zum Beispiel letztens, die auch zu den Medien gegangen ist, wo man Virusreste findet im Darm von Leuten, die Long-Covid haben. Das sind alles Hypothesen, die über die letzten Jahre irgendwie so abgetan worden sind. Ja, und jetzt plötzlich ist es interessant. Ja. Wir wissen im Endeffekt schon recht viel eigentlich. Wir müssen nur irgendwie einen Weg finden, das zu synthetisieren. Und was mich so fasziniert dran ist, verzeihung, meine Stimme ist wirklich komplett im Arsch, Entschuldigung. Das sind eigentlich sehr niedrig hängende Früchte akademisch. Also, man hat da in Wirklichkeit die Möglichkeit, mit Forschung sehr viel grundlegend Neues zu finden und sehr viel weltbewegend Veränderndes zu finden. Und es steht und fällt halt mit dem Geld. Sie brauchen einfach einen finanziellen Incentive, dass geforscht wird. Und der ist momentan nicht da. Es ist halt einfach leichter, die 20.000. Studie zu Multiple Sklerose zu publizieren, als eine relevante Studie zu ME/CFS. Es ist halt teuer. Medizinische Forschung ist relativ teuer. Und man sieht es ja auch abgebildet in der Anzahl der Publikationen. Wir haben jedes Jahr 6.000 oder 7.000 Publikationen über Multiple Sklerose. Und wir haben, keine Ahnung, 500 über ME/CFS, wenn überhaupt. Ja. Und man sieht das aber im Verlauf bei vielen Erkrankungen. Multiple Sklerose war auch sehr lange unterbeforscht, bis es halt einfach Biomarker gegeben hat, zum Beispiel die Magnetresonanz, bis es endlich Ansätze der Therapie gegeben hat. Und dann wird es plötzlich auch interessant für die Pharmaindustrie. Und die Hoffnung ist halt, dass man entweder den Biomarker oder die Therapie irgendwie findet und dann stürzen sich eh alle drauf. Und dann werden wir sicher die Situation haben, dass es eh mal alle schon gewusst haben. Ja. Da sind wir leider noch nicht. Und es ist ein faszinierendes Thema und wenn es der Arzt sagt, das ist spannend, dann ist es immer blöd für die Betroffenen. Es wäre besser, wenn es eine Banalität wäre, weil dann würde man wissen, was man tun soll. Ja. Und so bis jetzt ist es halt ein sehr frustrierendes Rumprobieren in der Therapie und manchmal hilft es und manchmal hilft es nicht. Und sogar wenn es hilft, dann sind die therapeutischen Erfolge oft überschaubar. Aber wenn ich dann zum Beispiel höre, dass sie doch mit bestimmten Maßnahmen es schaffen, eine gewisse Art von Alltag aufrechtzuerhalten, dann ist das schon ein Riesenproblem.
also man muss in die richtige Perspektive rücken. Ja. Bei anderen Leuten gelingt das überhaupt nicht. Ja. Und das ist das Schreckliche daran, dass die, gerade diese schwer betroffenen Leute, die in den Betten liegen und reizempfindlich sind und überhaupt nichts machen können, wo Zähneputzen zu viel ist, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Egal, was sie tun, sie werden so gut wie nie einen wirklich relevanten therapeutischen Erfolg haben. Und das ist eine Katastrophe. Und was die doppelte Katastrophe dabei ist, dass es eigentlich so viele Dinge schon gibt, so viele Ansätze, die man eigentlich schon hätte damit und die einfach aus Mangel von Interesse oder Mangel von Ressourcen, personell und finanziell, einfach nicht nachverfolgt werden. Aber was machen Sie jetzt konkret als Arzt? Welche Therapien wenden Sie an oder gibt es Medikamente, die Sie trotzdem verschreiben? Oder ich möchte quasi ein Bild davon bekommen, wie schwer es ist, eine Krankheit zu behandeln, die unerforscht ist. Wie gehen Sie vor? Also das Problem ist, es ist eine klinische Diagnose. Das heißt, wir orientieren uns momentan an einer Beschreibung eines Zustandes, wo eben vordergründig diese eingeschränkte Leistungsfähigkeit besteht, wo ein Kennmerkmal, diese sogenannte Post-Exertional Malaise ist, also eine massive Verschlechterung des Zustandes nach oft sehr banaler Überanstrengung, wo nicht erholsamer Schlaf vorhanden ist und oder kognitive Probleme bzw. Kreislaufprobleme. Das sind so im Kern diese Kriterien, nach denen man sich richtet. Aber man findet schon sehr viele Dinge, die man auch aktiv nachweisen kann, wenn man halt danach sucht. Eine sehr häufige Sache ist zum Beispiel, dass viele Betroffene ein Problem der Kreislaufregulation haben. Das heißt, wenn die aufstehen oder wenn die sitzen, sackt der Blutdruck ab oder der Puls steigt massiv nach oben, was dann halt dazu führt, dass die Leistungsfähigkeit irrsinnig leidet. Und das ist eine Sache, die kann man behandeln, ja? Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Bei manchen Leuten besser, bei manchen schlechter. Es gibt sehr viele Leute, die Immundefekte haben, die sind ständig krank und es gibt eine Grundlage dafür, die haben einen Immundefekt. Und manche von diesen Immundefekten kann man behandeln, die kann man ausgleichen. Ja? Es wird einfach nur nicht danach gesucht. Es gibt viele Leute, die ein sogenanntes Mastzellenaktivierungssyndrom haben. Das ist eine Problematik, wo bestimmte Immunzellen überaktiv sind und zu viel Histamin zum Beispiel produzieren. Auch das kann man versuchen zu behandeln. Ja. Es gibt Erkrankungen von kleinen Nervenfasern, die zum Beispiel dafür notwendig sind, das vegetative Nervensystem, also den Teil, den sie nicht aktiv willentlich beeinflussen können, zu steuern. Da gibt es prinzipiell einen Ansatz, der bei manchen Leuten funktioniert, das mit bestimmten immunmodulierenden Therapien zu behandeln. Also es ist auch in diesem gesamten Kontext dieser unerforschten Erkrankung dann im Endeffekt doch auch nicht so unerforscht, dass man überhaupt nichts machen kann. Man muss halt ein bisschen ausprobieren und es ist Trial and Error und man muss das mit Leuten besprechen und es gibt halt für so gut wie nichts wirklich evidenzbasierte Studien. Und auch das ist halt natürlich ein Problem. Man muss es ganz klar auch sagen, wenn man das versucht zu behandeln, beweisen, dass es funktioniert, kann man nicht und man kann es auch nicht garantieren. Man muss kritisch sein, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist es gut. Und wenn es nicht funktioniert oder wenn es nicht vertragen wird, dann muss man es wieder bleiben lassen. Sie dürfen gleich wieder Ihre Stimme schonen. Ich hätte nur eine Nachfrage noch dazu. Nachdem jetzt Long-Covid ja quasi das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit auch gekommen ist und damit einhergehend auch MECFS, gibt es dahingehend, sehen Sie dahingehend irgendwelche politischen oder medizinischen Maßnahmen, die gesetzt werden, sodass es zu neuen Therapiemöglichkeiten kommt? Ändert diese Gleichheit jetzt etwas daran? Also ich glaube, wir haben bei Long-Covid einfach generell ist das Problem der Definition, dass alles in diesen Long-Covid-Topf geworfen wird. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die Long-Covid haben, also die länger als 4 bis 12 Wochen nach der Akutinfektion noch Symptome haben, die eben diesem MECFS-Typ entsprechen und die sind anders zu behandeln als zum Beispiel jemand, der nach einer schweren Lungenentzündung einfach länger braucht, um wieder zu genesen. Ja, auch da kann sein, dass das nie wieder gelingt, aber da gibt es zumindest Ansätze, die bewährt sind, entsprechende Rehabilitationseinrichtungen. Diese Ansätze funktionieren bei MECFS nicht und man hat schon das Gefühl, dass bei denjenigen, die viel damit zu tun haben, auch in Reha-Einrichtungen, dass man das bemerkt und dass man auch die Therapie oft, Gott sei Dank, entsprechend adaptiert, auch noch nicht immer, aber es ist halt ein Lernprozess. Ja. Es war für viele überraschend, es hätte nicht überraschend sein müssen, hätte man MECFS nicht ignoriert, aber es ist halt letztendlich so, wie es ist und es ist zumindest gut, dass die Wahrnehmung steigt und wir brauchen einfach Ambulanzen. Wir haben jetzt eine Leitlinie, die ist gut, die ist großartig und die wird hoffentlich dafür sorgen, dass im niedergelassenen Bereich stärkere Wahrnehmung dafür entsteht und es ist auch so, dass es, das wissen wir aus Studien und das ist auch meine persönliche Wahrnehmung in der Ordination, dass es genug Leute gibt, die sich innerhalb von 2 bis 3 Monaten deutlich bessern. Das Problem sind diejenigen, wo es nach 3 bis 6 Monaten noch immer da ist und die brauchen spezialisierte Einrichtungen, die erstens am aktuellen Stand sind von dem, was man probieren kann mit dem, was wir wissen und die zweitens aktiv daran forschen, das herauszufinden, was wir noch nicht wissen. Und insofern ist diese Stellungnahme auch vom Gesundheitsministerium, was die Petition betrifft, dass es nicht vordergründig scheint, hier Spezialambulanzen zu schaffen,
mir bleibt ein Wort und das ist skandalös. Das ist einfach eine Verdrängung von Tatsachen. Und das ist genau im Gegenteil zu dem, was der Herr Bundesminister heute gesagt hat. Ich hoffe sehr, dass das nicht wieder nur schöne Worte sind. Der letzte Gesundheitsminister hat vor einem Jahr mit einem T-Shirt posiert. Es ist nichts passiert. Man hört immer, es wird im Hintergrund gearbeitet. Ich habe keine Einblicke. Ich gehe davon aus, dass unsere Politiker und Politikerinnen hart daran arbeiten, das Problem zu lösen, weil wenn sie es nicht tun, werden sie ein Problem haben. Ja, es ist zu sehr in der Wahrnehmung da, als dass man sagen kann, das kam jetzt überraschend, das hat niemand ahnen können. Ja. Das haben manche Leute, mich inkludiert, von Anfang an gesagt. Ja. Und das war spätestens im Sommer 2020 klar, auch in der Fachpresse, dass Long-Covid ein Problem ist. Und es war auch in der Fachpresse, sogar in der neurologischen Fachpresse, dieser Zusammenhang mit MECFS schon ganz klar benannt. Ja. Es kann niemand sagen, das hat man nicht gewusst. Mhm. Frau Pelz, Sie wollten dazu was sagen. Ich will das sehr unterstreichen, was Sie sagen. Also diese rehäugige Überraschung, dass wir immer noch die Pandemie haben und dass es Langzeitfolgen geben kann, die ist schwer zu verstehen. Und dahinter steht natürlich, weil die Tatsache, dass man ratlos ist und dass man auch keine Strukturen hat und dass es im Moment offensichtlich auch zu wenig Effort gibt, Strukturen aufzubauen. Ich sitze im obersten Sanitätsrat, das ist jenes Gremium, das den Herrn Bundesminister in wissenschaftlichen und Versorgungsfragen berät, und wir haben die nächste Sitzung am 7. Juni und ich werde das Thema auf die sozusagen ansprechen, weil es nicht sein kann, dass man sagt, und das ist ja jetzt passiert und das finde ich eigentlich unerträglich, rund um diese Future Operations Aussichten, wie wird es im Herbst sein, super gut, mittelgut, eher schlecht oder ganz schlecht, wird alles möglich sein, aber kein einziger hat davon gesprochen, dass es ja unabhängig davon, welche der vier Szenarien auf uns zukommt, Long-Covid geben kann und geben wird. Also die Pandemie ständig unter dem Gesichtspunkt anzuschauen, ist auf der Intensivstation gerade am Anschlag oder nicht, oder auf den Normalstationen zu viel Personal infiziert, können wir arbeiten, das ist so kurzsichtig und eine Missachtung jener, die durch Long-Covid betroffen sind. Und dazu kommt, und Sie haben es ja gesagt, es wird nicht diagnostiziert, was dann auch heißt, dass die Therapie nicht richtig ist. Denn ich bin keine Medizinerin, aber es ist irgendwie kontraintuitiv, dass, und da würde ich Sie jetzt fragen, wie viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen das richtig machen. Ich habe gelernt, dass man bei MECFS durch Pacing, also nicht reiß dich zusammen, geh an den Limit, nur drei Übungen, vielleicht noch eine Handel dazu oder morgen machen wir am Laufband 10 Minuten und übermorgen 20, sondern dass das genau verkehrt ist. Warum ich das jetzt sage, ist, weil meine Sorge ist, dass wenn die sich nicht auskennen und finden, der junge Mann, der war doch Physiotherapeut, das möchte man jetzt sehen, ob wir den wieder fit kriegen, ob das nicht bedeutet, dass man genau das Verkehrte macht. Und ob dieses, ich gehe über meine Leistungsgrenzen, dann vielleicht noch viel abscheulichere Ergebnisse hat. Weil dann sind wir nämlich schon in der Ecke, dass man Behandlungsfehler macht. Also wenn Long-Covid diagnostiziert ist richtig, also wenn man es richtig diagnostiziert und man daher eigentlich dieses Pacing anwenden müsste, dann darf man nicht aufs volle Reha-Training gehen. Und wenn das einen Schaden verursacht, dann ist man schon auch bei der Frage der Entschädigung, die es dann möglicherweise geben könnte. Aber das müssten Sie mir sagen, ob man diesen Vorwurf machen kann, dass jemand durch Fehleinschätzung, durch Nichtdiagnostizierung falsche Therapien anordnet, die dann dem Patienten schaden. Wenn ich da kurz ja, was einwerfen darf, weil Sie es gerade angesprochen haben, das ist ein total wichtiges Thema, dieses Stigma, dass man alles, also dass Rehabilitation immer in einem Bewegungskontext passiert. Ich bin Physiotherapeut, ich bin fertig, ich habe gelernt, Menschen durch Bewegung von ihren Problemen zu befreien. Bewegungstherapie ist nicht das Mittel der Wahl bei MECFS. Bewegung und vor allem Sport ist tatsächlich schädlich. Es gibt Leute, die durch das Versuchen, sich über Bewegung wieder zu rehabilitieren, in ein schweres Stadium abgerutscht sind, die dadurch tatsächlich bettlägerig geworden sind. Und das probieren die meisten am Anfang. Ich habe das auch probiert. Ich habe im ersten Jahr, bevor ich die Diagnose hatte, auch wirklich versucht, Sport zu machen, weil ich auch der Meinung war, ich bin Physiotherapeut, das muss doch wieder werden. Es ist nicht geworden und ich habe es wirklich probiert. Ich habe es echt versucht und es gelingt nicht. Also es ist einfach in dem Fall
nicht das Mittel der Wahl. Ja. Vielleicht, wenn Sie noch dazu, wollen Sie noch dazu was sagen? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ich meine, ich glaube, das Grundproblem ist, wie Sie es auch angesprochen haben, der Name Fatigue ist einfach eine falsche Bezeichnung dafür, für das, was MCFS ausmacht. Wir haben Fatigue als Begleiterscheinung von so vielen Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Depressionen, onkologische Erkrankungen. Und die medizinische Intuition und wie Sie auch sagen, die Intuition der Leute, die es betrifft, ist, Aktivität ist gut. Ja. Wir sind gewohnt, über die Grenzen zu gehen, wir sind gewohnt, uns zu pushen, wir wissen, dass Bewegung gut für uns ist. Ich war selber in der neurologischen Rehabilitation tätig. Ich weiß, bei allen neurologischen Erkrankungen funktioniert Bewegungstherapie im Großen und Ganzen. Ja. Und das macht es halt so schwer. Ja. Sie haben keinen Biomarker für diese Erkrankung. Es ist eine klinische Diagnose und Sie müssen im Endeffekt auf diese Feinheit hören, dass die Leute sagen, wenn ich zu viel mache, geht es mir schlecht. Ja. Das hat mit dieser langläufigen Fatigue-Erschöpfung nichts zu tun. Das ist Post-Exertional Malaise, ja, oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Es ist ein schrecklicher Zustand. Und wenn man das nicht hört und die Leute dazu motiviert, drüber zu gehen, dann wird das ins Gegenteil umschlagen. Und ich glaube schon, dass diese Masse an Leuten mit Long-Covid, wo einfach diese Post-Exertional Malaise eine Tatsache ist, die Wahrnehmung dafür massiv verändert hat. Dass viele auch in der Rehabilitation merken, die da tätig sind, dass das, was sie normalerweise machen, was gut funktioniert, wenn sie Schlaganfall rehabilitieren, wenn sie Multiple Sklerose rehabilitieren, wenn sie Lungenerkrankungen rehabilitieren, wenn sie rheumatologische Erkrankungen rehabilitieren oder auch Depressionen, ja, dass das nicht funktioniert. Und natürlich dauert es immer eine gewisse Zeit, bis es umgesetzt wird. Ja. Aber dieses klassische Beispiel, eine Patientin hat mir das mal wirklich gut erzählt, ja. Sie war auf der psychosomatischen Rehabilitation diejenige, die motiviert zum Morgensport gegangen ist. Und depressive Menschen mit Antriebsstörung, für die ist das eine Qual, dorthin zu gehen. Den depressiven Menschen ist es nach der Aktivität besser gegangen und sie war kaputt. Ja. Und es sind einfach genau diese Details, auf die man hören müsste. Ja. Man müsste einfach eine gute alte Anamnese machen. Ja. Das, was die Leute erzählen, bildet sich halt momentan in den Untersuchungsmethoden, die wir in der Routine zur Verfügung haben, nicht ab. Ja. Das heißt, es ist eine klinische Diagnose und klinische Diagnosen sind immer schwierig, weil sie immer eine Grauzone haben. Ja. Das heißt, im individuellen Fall kann man immer einer unterschiedlichen Meinung sein, aber dort, wo ich oft ein Problem habe, ist, dass so generell in der Medizin diese Meinung herrscht, MCF existiert nicht oder es ist kontroversiell oder sowas. Ja. Von der WHO über die CDC, über jetzt mittlerweile das Gesundheitsministerium abwärts sagen alle, es gibt MCFS. Ja. Das heißt, man kann natürlich im Einzelfall eine andere Meinung sein und ich liege auch nicht immer richtig mit meinen Diagnosen, mir ist das komplett klar. Ja. Ich kann auch nur klinisch diagnostizieren, aber wir sollten nicht generell darüber streiten, ob es diese Erkrankung gibt. Wir haben da jetzt noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, wenn es möglich ist, kurz ein kleines Statement zu dem bereits Gesagten. Erstens einmal, ich bin selbst Betroffener, habe heute den ganzen Tag geschlafen, dass ich hier sein kann. Also das wirkt oft nicht so, das kann ich nur bestätigen. Zu dem Gesagten auch, dass es jetzt so dramatisch ist, weil es auch junge Leute betrifft. Ich bin 62, ja, und ich denke, das betrifft die ganze Bandbreite von Menschen in allen Altersgruppen. Und ich schleppe das sicher schon 2 bis 3 Jahrzehnte mit mir herum und fühle mich erstmals durch den Herrn Dr. Stindl vor einem Jahr rehabilitiert. Rehabilitiert in dem Sinne, dass das alles auf die Psychoecke abgeschoben wurde. Ich bin seit 5 Jahren in Berufsunfähigkeitspension. Begründet wurde das alles mit meinen Burnouts. Ja. In Wahrheit konnte ich nicht mehr. In Wahrheit war es, aufgrund, ich war massiv belastet, von Herr Dr. Stindl kennt mich ja, von Viren und Bakterien auch Epstein-Barr-Virus ganz massiv und habe eine Leitungsposition gehabt und mich ausgepowert bis zum geht nicht mehr. Das heißt, zuerst ist die soziale Teilnahme flöten gegangen. Meine Frau sitzt neben mir, kann das nur bestätigen. Also Wochenenden gab es nur Schlaf, Durchschlaf, um halbwegs zu funktionieren. Und dann ist nach 3 Burnouts, insgesamt hatte ich 5 Rehas, psychosomatische Reha. Und die psychosomatischen Rehas, möchte ich sagen, sind aus meinen Erfahrungen retrospektiv voll mit Menschen, die eigentlich meines Erachtens erklecklicher Anteil davon unter diesem CFS leiden, aber das vollkommen dementiert wird, weil es war nichts nachweisbar bei meinen Pensionsverfahren, Sie haben ja nichts, reißen Sie sich zusammen, Sie haben ja nur ein Burnout, ja, gehen Sie heute ein paar Wochen in den Krankenstand und dann wird das schon wieder, nachdem ja keine Marker da sind, ja, und diese
permanente Abqualifizierung, ja, und das nicht ernst genommen werden. Und die Pension ist mir nur gelungen aufgrund psychiatrischer Diagnosen. Und das ist die Gefahr, die ich jetzt auch sehe. Ja. Das ist immer wieder das Gleiche. Es ist ein Teufelskreis. Man ist erschöpft, man klingt aus dem Leben aus. Natürlich wird man auch so etwas wie depressiv. Ja. Aber ich kann den Unterschied, wie es auch gesagt worden ist, sehr wohl wahrnehmen. Ich bin auch einer, der alle Aktivitäten mitgemacht hat bei den Rehas und ich habe von Reha zu Reha eine Verschlechterung erlebt. Ja. Und es hat extreme Szenen gegeben auf der Reha, auf den Rehas, weil die nämlich bezahlt bekommen nach der Teilnahme bei den Aktivitäten, ja, und mir das abgesprochen haben, wo ich schon wusste, dass mir das schlecht tut. Also ich möchte das wirklich massiv einbringen, diese Gefährdung. Und da gibt es wirklich in meiner Altersgruppe Menschen, die seit 2 bis 3 Jahrzehnten und das mittlerweile glauben, ja, dass sie psychisch erkrankt sind, weil man wird ja auch sonst nicht ernst genommen. Und wenn man das einmal erlebt, ich habe so viel, ich war in einer leitenden Position, ja, in einer großen Wiener Sozialhilfeeinrichtung, ich kann sie beim Namen nennen, beim Fonds Soziales Wien, habe den Kundenservice geleitet und bin dort ausgebrannt, ja, unter anderem auch aufgrund meiner Grunderkrankung, ja, und weil es gibt da sowas wie einen Teilzeitkrankenstand oder dass man adaptieren, arbeiten kann, jetzt vielleicht möglicherweise durch die Heimarbeit und so weiter, aber das wollte ich im Grunde übermitteln, ja, diese wahnsinnige Gefahr, abgestempelt zu werden, als Querulant abgestempelt zu werden, sich wehren, mündiger Patient zu sein. Frau Dr. Bild, Sie glauben gar nicht, was man erlebt, ja, was man erlebt. Ich glaube, dass ich überall in jedem Krankenhaus schon punziert bin, ja, weil ich mich auf die Füße stelle, auf die Beine stelle, weil ich mich artikuliere, weil ich auf Widersprüche hinweise. Im Prinzip wird man psychiatrisiert. Ja. Dann wird, also das ist unglaublich. Also meine Erlebnisse, ich kann es nicht schildern. Und was ich für Demütigungen erleben musste, im Zuge des Pensionsverfahrens, ein Jahr in den Krankenstand zu gehen, ja, weil, und dann ausgesteuert zu werden und dann in der Psychosomatik zu landen, um überhaupt eine Chance zu haben. Es wurde mir dann auch geraten, ja, holen Sie sich psychiatrische Diagnosen, sonst, also CFS kennen wir, das wollen wir nicht. Und jetzt bin ich seit einem Jahr diagnostiziert, fühle mich rehabilitiert, gehe mit Diagnose in das Krankenhaus. Was ist? Der Kopf wird gebeutelt. Naja, was ist? Ja, CFS, ein Allerweltsding, ja. Und ich freue mich schon, ich freue mich ehrlich schon, wenn ich endlich einmal Covid habe. Ja, ich habe das noch nicht, weil dann habe ich zumindest Long-Covid und das ist glaubhafter. Ja, ist na wirklich, ja, ich wollte in einer Studie mitmachen in Erlangen, ja, die haben ein Mittel, B007, ja, zufällig entdeckt, da gibt es jetzt eine Studie, M auf CFS bedenkt, wer darf mitmachen? Nur Covid-Erkrankte. Ja. Weil ich nur CFS habe, vergesse ich es. Also das kurz nur, ich hätte noch viel zu sagen, aber es gibt weitere Worte. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Da ist noch eine weitere Frage. Ich wollte an die Frage davor noch mal anschließen von Ihnen, weil ich bin eine von denen mit dieser Doppeldiagnose Long-Covid und ME-CFS und kenne deswegen auch die Long-Covid Ambulanzen, die es ja zum Glück gibt, im Gegensatz zu ME-CFS-Ambulanzen. Und da passiert das sehr wohl, dass auch diese Form ME-CFS von Long-Covid wieder weniger beachtet wird. Also mir ist es, obwohl ich erklärt habe, warum es nicht gut ist, mehrfach empfohlen worden, Reha zu machen, die mich sogar abgelehnt haben dort. Also genau das passiert. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die mittlerweile relativ gut sind. Aber es gibt auch immer noch die Long-Covid in Form von ME-CFS einfach ignorieren und einfach sagen, das gibt es nicht, quasi. Ja, wollte ich nur einbringen als Erfahrung. Dankeschön. Ich glaube, da die... Genau, ja, gerne. Okay, ich wollte mich so anschließen und das auch bestätigen, was der junge Herr beschrieben hat, oder wie er seine Situation beschrieben hat, oder wie Sie Ihre Situation beschrieben haben. Ich habe einen Sohn, der hat Multiple Sklerose und CFS, ist in Behandlung beim Dr. Stingl, liegt in verdunkelten Zimmern, also ihr werdet vielleicht emotional, ist eine unglaubliche Leidensgeschichte seit 15 Jahren. Wir haben jahrelang gebraucht, um MS zu diagnostizieren. Er hat bitterlich geweint und hat gesagt, jetzt hat das Ganze einen Namen, nachdem er schon mehrmals auf psychiatrischen Abteilungen war.
Wir haben dann begonnen mit Aktivierungsprogrammen. Ja? Also komm, wir machen eine kleine Wanderung, er ist sportlich aufgewachsen. Ich bin eine sehr sportliche Mutter, er wurde da gefördert. Er hat Schauspielausbildung gemacht, er ist mit letzten Kräften noch auf die Bühne gestiegen. Es ist immer weniger geworden, eine halbe Stunde wandern. Das letzte Treffen außerhalb der Wohnung war vor 5 Jahren zu meinem 60. Geburtstag, eine Stunde ums Eck in ein Restaurant gehen. Mittlerweile ist es so, es gibt kein gemeinsames Weihnachten, es gibt keinen gemeinsamen Muttertag, es gibt keine gemeinsamen Familienfeiern. Er ist in einem Zustand, also er kann einfach nicht leben. Er lebt in der Wohnung, da hat er seine Tagesstruktur, Überlebensstruktur. Was am Montag auch bei diesem Symposium erwähnt worden ist von einer Rednerin von der CFS-Hilfe, es soll jeder nachdenken, was er in den letzten 7, 8 Jahren gemacht hat. Ja. Meine Nichten, Neffen haben geheiratet, Kinder gekriegt, ihre Berufe, führen ihre Berufe aus und mein Sohn vegetiert dahin. Einen Aspekt noch, 2 Aspekte würde ich noch gerne erwähnen. Weder meine Familie noch mein soziales Umfeld, die meisten sind akademisch gebildet, sind im medizinischen Bereich tätig, im psychosozialen Bereich, ich bin selbst Psychotherapeutin, es wird nicht ernst genommen. Jahrelang hören wir Ratschläge, die nur mehr erschlagend sind. Bemerkungen wie, er will ja nicht, ja. Also sämtliche Erklärungen fruchten nicht. Es gibt ein völliges Unverständnis und ich denke mir, wie soll das in der Gesellschaft, wie soll sich da ein Verständnis entwickeln, wenn es in der eigenen Familie nicht geht und im sozialen Umfeld. Ja? Und noch ein Aspekt, der Vater meines Sohnes und ich, wir haben Gott sei Dank eine gute wirtschaftliche Situation. Andernfalls müsste unser Sohn in bitterer Armut leben. Ich habe mir ausgerechnet, was ich die letzten 10 Jahre ausgegeben habe, das sind zwischen 80.000 und 100.000 Euro. Alles Privatärzte, Kontakt nach Kanada aufgenommen, Berlin-Charité, Stöße von Papieren, medizinischen Artikeln zu Hause gelagert. Für mich bleibt trotzdem das große Fragezeichen über. Ich werde jeden Tag in der Früh wach und schlafe mit dem Gedanken ein, was kann ich noch für meinen Sohn tun? Ja? Er vereinsamt, ich vereinsame als Mutter, aber vor allem, er hat eigentlich kein Leben und es gibt überhaupt keine Ansätze. Ja? Das Einzige, was funktioniert, damit es halbwegs stabil bleibt, damit es nicht noch schlechter wird, ist das sogenannte Pacing. Ja? Das läuft dann so ab, mein Partner und ich, wir besuchen ihn eine halbe Stunde, transportieren sämtliche Lebensmittel, Toilettartikel hin. Und nach einer halben Stunde müssen wir uns verabschieden. Ich telefoniere mit ihm und nach 5, maximal 10 Minuten sagt der Mama, bitte, wir müssen wieder Schluss machen. Ich brauche jetzt wieder 3 Stunden, um mich von diesem 5- oder 10-minütigen Telefonat zu erholen. Ja. Eine Freundin, aber nicht die Partnerin, also die macht einige alltägliche Kleinigkeiten. Und mein Partner und ich, wir bringen halt so Samstag immer wieder die großen Ladungen an allem, was er braucht. Kochen kann er sich selber, ja, also er ist ja sehr, kocht sehr ernährungsbewusst. Ja, die notwendigsten Dinge, aber ich glaube auch aus Stolz heraus, weil er ist 44 Jahre was für die Betroffenen dann dazu kommt, ist dieses totale Schamgefühl, abhängig zu sein. Ja. Und
ich würde mich gerne engagieren, dass es mehr Geld für die Forschung gibt, dass das publik wird. Ich habe mir schon überlegt, soll ich an Promis herantreten? Ja? Es gibt im Arte-Dokus, es gibt ZDF.de, glaube ich, gibt es einen Beitrag. Ja? Nur wenn man nicht weiß, dass das gibt, dann schauen die Leute auch nicht. Ja? Und ich schätze sie sehr übrigens und den Dr. Stingl. Also ich habe sie ja schon öfters erlebt natürlich. Für mich bleibt ein riesen Fragezeichen über, wie wir zu einer Lösung kommen können. Ja? Wie kann man Menschen in solch dramatischen Situationen helfen? Ja? Ich möchte nicht wissen, wie es Betroffenen geht, die keine gut situierten Eltern haben. Vielen Dank. Dankeschön für Ihre Offenheit. Vielleicht, bevor Sie gleich zu Wort kommen, oder möchten antworten. Sie dazu? Ja? Ja, aber auf den letzten Satz, weil er so gut passt. Gerne. Wie kann man helfen? Meine Freundin, eine sehr gute Freundin von mir, hat ME-CFS. Das weiß man auch ungefähr seit 1-2 Jahren. Und meine Möglichkeit als Freundin, ich bin extrem betroffen dadurch. Also ich versuche auch jeden Tag wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich ihr noch helfen. Und als Freundin versuche ich erstens mal, die hat nämlich niemanden, der ihr hilft, kaum jemanden. Sie hat einen Freund, der oft einfach nicht da ist und sie kann sich das Essen noch nicht selber kochen. Sie muss sich das Essen jeden Tag holen, also bestellen und von irgendwo holen. Das ist auch sehr kompliziert, weil sie sehr, sehr viel nicht essen darf. Sie ist auch bei Herrn Dr. Stingl in Behandlung. Und ich versuche zum Beispiel mit ihr nicht zu telefonieren. Das ist ja auch viel zu anstrengend. Das ist genauso wie bei ihrem Sohn. Ich texte ihr. Das geht viel leichter. Also ich sitze auch jetzt die ganze Zeit und texte ihr, weil für sie ist das auch emotional zu anstrengend, das anzuhören. Das ist ja auch so, dieses Emotionale, dass das so anstrengend ist. Und es gibt auch ein Problem mit der Familie immer wieder. Also einfach die Familie kann auch damit schwer umgehen und ihr auch schwer helfen, will auch nichts wissen davon richtig, weil es so anstrengend halt für sie. Ich weiß nicht genau, warum sie es so ablehnen. Ich versuche ihr zuzuhören, ich versuche auch mich zu informieren, weil ich es wahnsinnig spannend und interessant auch finde, diese Krankheit, darüber viel zu wissen. Ich rede mit vielen Menschen darüber und ich versuche immer wieder Essen zu bringen. Ich koche was ich hier zum Beispiel hinbringe und vor die Tür lege. Es gibt halt so Kleinigkeiten, die man machen kann, um zu helfen. Ich finde das, ja, viel mehr fällt mir nicht ein, als ihr halt zuzuhören. Und für mich ist es ist eine Win-Win-Situation. Also man kann ja nicht immer nur denken, der eine ist krank, der andere ist gesund und das ist jetzt schwierig und anstrengend. Und ich höre aber auch, dass viele Menschen, mit denen ich drüber rede, auch gar nichts wissen wollen drüber. Weil jetzt haben wir 2 Jahre lang nur Krankheit gehört, wir wollen es einfach nicht mehr. Ich merke auch an Social Media Likes, es ist einfach nicht sexy, über ME-CFS zu reden. Niemand will es wissen. Ich sage dann auch immer die Zahlen, die neuesten, die ich von der Charité oder von der Dr. Stingl höre. Wie viel Prozent von denen, die jetzt, auch weil ich die Maske trage, ich werde ja auch dauern. Ich so, tragst du die Maske? Du wegen mir brauchst du nicht. Nein, ich bin nicht auf Covid. 8% momentan, auch wenn du geboostet bist. Und von den 8% wieder 10-20%, die dann ME-CFS bekommen. Habe keine Lust drauf. Und dann kriege ich halt immer so lange Gesichter. Aber ich versuche es möglichst oft zu sagen, viel drüber zu reden und auch ein bisschen mit Schmäh auch, ja, und genau, und ich sage das jetzt alles, weil ich möchte Menschen dazu auffordern, da draußen in Kontakt zu treten, so weit es halt geht mit Menschen mit ME-CFS und ja, und zu helfen, genau. Dankeschön, vielen Dank. Also darüber reden und Awareness schaffen ist etwas, was jeder von uns privat machen kann, um überhaupt mal dieses Thema salonfähig zu machen. Aber
Frau Pilz, wäre das etwas, weil das ist, soweit ich das jetzt mal den ganzen Abend über richtig mitbekommen habe, ist der Ruf nach den Fachambulanzen, also eine Stelle, wo man hingehen kann mit Beschwerden. Ist das, um es mal ganz kurz auch klarzustellen, ist das eine Forderung, eine ganz dringende Forderung von Betroffenen, dass man diese Fachambulanzen einführt und überhaupt mal etabliert? Das wäre mal ein wichtiger Schritt, oder? Ja, das ist die allererste Forderung unserer Petition. Also ja. Das ist das Erste, was passieren muss. Ja. Okay, also das ist das Erste, was passieren muss. Wäre das etwas, Frau Pilz, dass Sie jetzt bei der nächsten Sitzung, Sie haben gesagt 7. Juni, wäre das etwas, was Sie dort einbringen könnten und wo Sie sagen könnten, das ist das Allerwichtigste, das muss jetzt passieren? Also dort, wo ich im Kernbereich zuständig bin, in der Gemeinde Wien, habe ich mich gegenüber dem Wiener Gesundheitsverbund schon entsprechend geäußert, dass ich gesagt habe, Leute, schaut her, hier gibt es ein Krankheitsbild, das ist schlecht erforscht, das trifft viele Leute, da gibt es im niedergelassenen Bereich eine insuffiziente Versorgung. Wir brauchen Strukturen, die darauf eine Antwort geben. In der Akutphase, in der Rehabilitation und dann in der weiteren Begleitung. Also die Antwort war, das machen wir in unserem Regelbetrieb. Und das machen wir in unserem Regelbetrieb ist vielleicht ein bisschen eine gefährliche Drohung. Ja? Weil im Regelbetrieb macht man alles und manche machen es gut und manche machen es schlecht. Also Spezialambulanzen sind eine Antwort, aber eine mindestens so wichtige Antwort ist, dass die ganz gewöhnlichen Allgemeinmediziner und Medizinerinnen überhaupt draufkommen, dass es sich darum handeln könnte. Und eben die üblichen Antworten, die einen dann auch jahrelang im System herumirren lassen, einmal abkürzen. Das ist eine ganz langjährige Forderung von mir, das klingt jetzt auch ein bisschen kompliziert, aber wir brauchen dringend eine Diagnosekodierung im niedergelassenen Bereich. Das heißt, dass man nicht die Frage, was hat einer, nur daraus schließen kann, welche Medikamente der Doktor verordnet hat, sondern dass wir Diagnosen auch im niedergelassenen Bereich mit Codes, allgemein standardisierten Codes versehen, die dann kompatibel sind mit dem Krankenhaus, dass man also sozusagen dann auch anschließen kann und dass der Neurologe auch weiß, was der allgemeine Mediziner, Medizinerin sich gedacht hat, wenn er den oder die Person behandelt hat. Also damit nicht so viele Umwege in die Fehl- oder Nichtbehandlung oder in die Diagnoseverzögerung und in die Therapieverzögerung kommen, muss das Wissen einmal in die Breite, damit jemand, der nicht Eltern hat, die sich schon vorher beim Neurostingel auf Twitter alles geholt haben, auch möglicherweise erkannt werden. Auch Menschen aus bildungsfernen Schichten. Ja, das ist ganz wichtig, dass auch dort, wo die Selbstermächtigung gering ist und wo die Reflexionsmöglichkeit auch nicht so daheim ist, dass auch die ein Recht haben auf eine richtige Diagnose. Also erstens gute Diagnosen und dann, also was mich eigentlich am meisten ratlos macht, ist, dass man offensichtlich, dass es ein Stochern im Nebel ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Sohn, ich finde es eine herzzerreißende Geschichte, liegt zu Hause und es wird eher schlechter als besser und durch Jahre, also wenn man keine psychische Erkrankung hatte, zu Beginn der Erkrankung, die erwirbt man sich, wenn man jahrelang zu Hause liegt und das Gefühl hat, ja. Ja, natürlich. Also wenn es mich jetzt Monate ins Bett stecken... Ja, genau, nur für die, die es jetzt von zu Hause aus nicht hören, also dass die psychischen Krankheiten natürlich mit einhergehen. Also wenn man das Gefühl hat, das Leben geht an einem vorbei, weil man nicht aus dem Bett kann, weil man so fertig ist, ja, dann ist es... Also dann zu sagen, das ist alles psychisch, ist ein bisschen eine Gemeinheit, weil die Psyche auch darunter leidet, dass man nämlich so fertig ist, dass man nicht aufstehen kann. Aber das sozusagen in eine raus aus dieser Denunziation. Weil ich empfinde, das ist Denunziation, wenn man sagt, das ist halt, ja, schlussendlich, geh raus, geh mal in den Wald, dann wirst du sehen, wie schön es draußen ist. Ja? Also das sind Antworten, die mir die Patienten, die sich an mich wenden, berichten, dass sie
von ihren Ärzten, von ihrer Verwandtschaft, von ihren Freunden so motiviert wurden und es war halt einfach immer das Falsche. Also die Antwort, ja, Spezialambulanzen, aber mehr Wissen in die Breite, in die Allgemeinmedizin, damit die Leute dort hinkommen können, wo sie hingehören. Und ich weiß, bei Ihnen kriegt man keinen Termin, weil Sie sind so absolut überarbeitet. Ja? Okay, aber vielleicht dürfen wir Ihnen das einfach mitgeben. Wir müssen es wahrscheinlich gar nicht, aber wir geben es Ihnen trotzdem mit. Nein, Sie müssen nicht, die Fachambulanzen als quasi erste, allerwichtigste Maßnahme, wenn Sie durch Ihre Funktion den EntscheidungsträgerInnen natürlich näher stehen als wir, dass Sie einfach diese Forderung dort auch erheben. Genau. Tut es nicht überschätzen, was ich bewirken kann, jeder macht es. Und im obersten Sanitätsrat ist es tatsächlich so, dass dort müssen die Dinge, die Weichen gestellt werden für die Gesundheitspolitik, damit man die richtigen Schienen legt. Genau, und Herr Stingl, jetzt haben wir jetzt auch gehört, dass die Krankheit muss mehr in die Breite, vor allem was das Bewusstsein darüber anbelangt. Machen Sie speziell, unternehmen Sie Schritte in diese Richtung, dass Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mehr auf dieses Thema sensibilisieren, sodass es vielleicht auch mehr Fachärztinnen und Fachärzte zu dieser Krankheit gibt und Sie nicht überfordert werden? Also im Rahmen von dem, was ich halt irgendwie als Wahlarzt leisten kann, tue ich es natürlich, aber der Grund, warum ich da sitze, der Grund, warum ich gelegentlich im Fernsehen vorkomme, ist ja nicht, weil ich jetzt so eitel bin und unbedingt ins Fernsehen mag, sondern weil es, wie man es ja sieht, und das erlebe ich ja dann doch auch immer wieder, wenn man das Thema rausbringt, es kriegen auch viele Leute mit, die es betrifft, und die erkennen das dann vielleicht und setzen dann Dinge um, die sie vielleicht sonst nicht gemacht hätten. Also gerade jetzt bei Long-Covid war das wesentlich. Ja. Wenn man frühzeitig erkennt, dass Pacing gut ist, dann kommt man vielleicht nach 3-4 Monaten, wenn man dann endlich den Termin hat und sagt, es geht mir schon viel besser, weil ich aufs Pacing aufgepasst habe. Es gibt Fortbildungen. Letzten Montag war zum Beispiel ein Symposium auf der MedUni. Das Interesse wächst definitiv. Es war letztes Jahr im Oktober eine Online-Fortbildung der Deutschen Gesellschaft für MCFS gemeinsam mit der Charité, wo ich auch reden durfte, und da waren über 1000 Leute angemeldet, das war online. Ja. Die haben das vor 2 Jahren noch vor 20 Leuten vor Ort gemacht. Ja. Also da waren angeblich 400 bis 500 Ärztinnen und Ärzte aus Österreich angemeldet. Also es ist, glaube ich, so, dass eine Wahrnehmung dafür entsteht, dass es natürlich jetzt auch sehr viele selber betroffen hat durch Long-Covid. Das ist bemerkenswert, dass man dann sehr viele Anfragen kriegt aus dem Medizinsystem, hey, ich habe das jetzt auch. Und plötzlich ist es offensichtlich, dass das immer da war. Ja. Aber auch weil es halt Kollegen betrifft, wo man halt sagt, das ist definitiv nicht psychosomatisch. Und das ist vielleicht ein Punkt, den ich da gerne noch reinbringen hätte. Ja. Man sieht ja allein an dieser Zuordnung psychosomatisch auch dieses Stigma, das dieser Psychosomatik innewohnt. Ja. Das ist ja meistens keine wohlwollend gestellte Diagnose, so nach dem Motto, ich will dir jetzt helfen, sondern das ist so, du bildest das nur ein. Und das ist ja falsch. Ja. Wenn es eine psychiatrische Erkrankung ist, dann gehört die genauso behandelt. Ja. Und es geht ja nicht darum, dass jetzt irgendjemand recht hat oder gescheiter ist als der andere. Es geht darum, dass die richtige Diagnose gestellt wird und die richtige Therapie folgt. Und wenn man falsch liegt, dann muss man das auch irgendwie akzeptieren können und umstellen. Ja. Ich stelle auch nicht immer die richtige Diagnose. Ich bin mir sicher, ich habe schon oft eine falsche Diagnose gestellt. Jeder von uns macht das. Ja. Niemand ist perfekt. Ja. Aber ich denke mal, ich habe auch relativ, also halbwegs früh in meiner neurologischen Laufbahn Kontakt mit diesem Thema gehabt und war zufällig gerade in einer Situation, wo ich die zeitlichen Ressourcen hatte, mich da einzulesen. Das ist ja, das bringt einem ja keiner bei, das muss man selber machen. Ja. Man lernt viel von den Patientinnen und Patienten, man liest viel aus Studien, die es gibt. Ja. Und das ist ja letztendlich auch ein bisschen das Problem mit diesen Fachambulanzen. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, wir machen eine Fachambulanz für MCFS, ja, ist das schön, wenn wir eine haben, aber wen setzen wir hin? Ja. Die stehen ja genau vor der gleichen Situation wie ich damals, ja, keine Ahnung. Ja. Man müsste diesen Leuten auch die Möglichkeit geben, sich fortzubilden. Es kommt im Studium nicht vor, es kommt in den Fortbildungen nicht vor. Es gibt nicht dieses Buch MECFS quasi in 5 Minuten so auf die Art. Ja. Man müsste sich halt wirklich einlesen und man muss auch Erfahrung sammeln. Also man stampft keine Ressourcen über Nacht, man stampft das nicht aus dem Boden, aber man muss irgendwo mal beginnen, man muss diesen ersten Schritt machen. Und der erste Schritt wäre meiner Meinung nach ein wesentlich häufigeres und wesentlich ehrlicheres Bekenntnis der Politik, nicht nur gelegentlich, wenn halt gerade ein Jahrestag ist oder das MCFS-Tag ist, zu sagen, ja, wir nehmen es ernst, oder gelegentlich mal in der Pressekonferenz zu sagen, ja, wir nehmen das ernst. Man hört immer, man nimmt es ernst, aber man sieht nicht die Konsequenzen aus diesem Ernstnehmen, leider. Irgendwo muss man mal beginnen und es ist ein mühsamer Weg, es ist teuer, es ist zach, es interessiert keinen. Da muss man halt die Leute motivieren dazu. Ich habe mich auch damals motiviert. Ja. Ich hätte mir auch eine ruhigere Kugel machen können, ja, als geldgieriger Wahlarzt, der
Ich schaue da jetzt in ihre Richtung. Aber, ja. aber ich bin alles, war alles doch nicht die Lösung des Problems. Wir brauchen einfach breitere Strukturen, weil mich kann sich nicht jeder leisten, obwohl ich versuche, halbwegs faire Preise nach wie vor aufrechtzuerhalten. Aber man muss einmal einen Schritt machen. Es muss mehr sein, als immer nur zu sagen, wir nehmen es ernst und wir dürfen Leute nicht im Kreis schicken, so wie es der Bundesminister heute gemacht hat. Natürlich dürfen wir das nicht, aber das hätten wir schon in den letzten 20 Jahren nicht machen dürfen. Ja. Und insofern, man würde sich jetzt erwarten, dass da endlich einmal Schritte gesetzt werden, dass die Diagnostik erleichtert wird, dass die Therapie erleichtert wird, dass es wirklich ein ehrliches, interdisziplinäres Arbeiten ist. Und ich sehe das auch von Psychiatrie-Seite sehr viel. Es kommen viele Psychiaterinnen und Psychiaterinnen auch drauf. Und das ist gut, wir brauchen im Boot. Ja. Wir brauchen die Psychiatrie im Boot, weil Leute auch, erstens einmal, es ist eine Differentialdiagnose, die man ernst nehmen muss. Und zweitens, wie wir hören da, das macht ja was mit jemandem, in dieser Situation zu sein. Ja. Und natürlich, wenn sie dann nach 3 Jahren Krankheit den Psychiatrie-Fragebogen ausfüllen, dann natürlich sind sie depressiv, ist ja kein Wunder. Ja. Das gehört ja genauso mitbetreut, das gehört genauso psychotherapeutisch unterstützt. Das ist diese Akzeptanz, was ich auch gehört habe, diese Scham, die damit einhergeht, ja, zu sehen, alle anderen machen was und ich selber kann nichts machen. Ja. Diese Akzeptanz, dass Pacing notwendig ist, ja, das ist so wichtig. Ja, aber man würde ja wollen, aber es geht nicht. Und das ist durchaus etwas, was psychotherapeutisch genauso begleitet gehört, weil das nichts ist, was so kommt. Ja. Mhm. Und insofern, wir brauchen einfach eine Zusammenarbeit. Es soll nicht das eine gegen das andere ausgespielt sein, es soll eine ehrliche Zusammenarbeit sein. Und davon sind wir leider momentan noch ein bisschen entfernt. Wir haben hier noch Fragen aus dem Saal und aus dem Livestream. Ich werde mal mit den Kommentaren aus dem YouTube-Livestream anfangen. Und zwar einmal von Bernhard an Frau Pilz gerichtet. Bezüglich der 8 Kollegen habe mich oft dorthin gewandt, da wurde zugehört. Problem nicht verstanden, nie auf den Tisch gehauen. Bitte intern die PA aufklären. Julie schreibt, es müssen unbedingt Ärzte aufgeklärt werden. Man wird ständig stigmatisiert, Depressionen und so weiter. Ich habe den Willen, möchte unbedingt aktiv sein, aber mein Körper lässt mich einfach nicht. Und Andrea schreibt, das Schlimmste an der Erkrankung sind nicht nur die Symptome, sondern die ständigen Demütigungen. Davon wird man dann tatsächlich psychisch krank. Wir haben auch noch von Moni Fee 2 Fragen, die auf Englisch gestellt sind, aber auf Deutsch beantwortet werden können. Ich würde sie mal auf Englisch vorlesen. How is the diagnosis of ME/CFS comparable to the diagnosis of fibromyalgia or other diseases of exclusion in terms of prejudice as psychosomatic disorder in the medical field? Das wäre die erste Frage. Ich glaube, die geht wohl an mich. Ja. Es ist, wir haben es da leider mit Syndromdiagnosen zu tun. Fibromyalgie ist für mich eine Diagnose, die ich nicht besonders gerne habe, weil sie im Endeffekt auch wieder sehr viel in einen Topf wirft. Ja. Es gibt natürlich somatoforme Schmerzerkrankungen. Das ist nicht Schmerz, den man sich einbildet, sondern Schmerz, der entsteht deswegen, weil man ständig unter psychischem Stress steht, die Muskulatur verspannt, das vegetative Nervensystem reagiert. Aber sehr viele Leute, die Fibromyalgie haben, haben sehr ähnliche Krankheiten, die man auch bei ME/CFS findet. Sehr viele davon sind hypermobil. Es gibt Hypermobilitätssyndrome mit Überbeweglichkeit von den Gelenken, was auch sehr viele Leute mit ME/CFS haben. Das führt zu einer Überbelastung des Bewegungsapparates und das führt zu Schmerzen. Sehr viele Leute mit Fibromyalgie haben Small Fiber Neuropathie, also diese Erkrankung von kleinen, dünnen Nervenfasern, die einerseits zu Problemen mit der Steuerung des vegetativen Nervensystems führen können, aber andererseits auch zu sehr starken neuropathischen Schmerzen führen können. Es ist halt leider immer das Problem auch mit CFS, da steckt halt auch Syndrom drinnen oder dieses andere sehr häufige Bild, dieses posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom, das ist dieses Problem der Kreislaufregulation. Syndromdiagnosen sind leider nie sehr spezifisch, sondern man muss bei Syndromdiagnosen davon ausgehen, dass sehr viele Sachen in einen Topf geworfen werden und insofern muss Forschung daran arbeiten, diese Diagnosen präziser zu machen, um nicht einen Überbegriff zu geben, der nicht allen gerecht wird, sondern wirklich exakter zu sagen, was die Ursache ist, weil die will man auch behandeln. Die zweite Frage der Userin ist, when another doctor, for example Allgemeinärztinnen, reads the diagnosis of fibromyalgia, they assume that the patient has already undergone all possible checkups and tests, therefore their files are no longer read and everything is placed within the terms of a psychosomatic disorder or a disorder where, since there's yet no treatment, not worth to try to engage in finding a solution. Also, what influence does the diagnosis of ME/CFS has on the possible future health insurance claims? Das geht, glaube ich, dann an Frau Dr. Pilz. Also
Der letzte Punkt ist tatsächlich eine wichtige Frage. Sie haben es eh schon angesprochen. Es geht auch um die, oder es war in Ihrem Fall mit der Pension auch zu stellen, welche Ansprüche kann man gegenüber der Sozialversicherung geltend machen in Bezug auf Rehabilitation, auf Krankengeld, auf allfällige Pensionsanträge oder was immer. Also eine Krankheit, die nicht diagnostiziert ist, wird sehr schwer dazu führen können, dass man da die entsprechenden Unterstützungsleistungen aus dem Sozialsystem bekommt. Also insofern müssen diese Dinge auch mitbedacht werden. Und wenn es eine Diagnose gibt, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, kann er alles beanspruchen, was jemand, der da betroffen ist, braucht, bis zur Berufsunfähigkeit. Und er muss sich nicht lang fragen lassen und rechtfertigen, dass er Ansprüche stellt. Das hängt mit der Anerkennung der Erkrankung und einem klaren Versorgungs- und Leitlinien vor allem zusammen. Weitere Fragen im Saal? Ist das, ja, passt das? Ja, gerne. Ja. Ich hätte eine kurze Frage, und zwar, was macht man mit, also ich verfolge auf Twitter viele mit MECFS, und was macht man mit jetzt so schwer Betroffenen, die teilweise 23 Stunden am Tag im abgedunkelten Zimmer liegen müssen? Die zwingt man dann teilweise zu einem Gutachten, wo sie 3 Stunden sitzen müssen, wo wirklich wahrscheinlich, also die wissen dann selber, das führt zu einer massiven, dauerhaften Zustandsverschlechterung. Was wären da jetzt Möglichkeiten, dass man solche Leute unterstützt, ohne sie zu zwingen, sich 3 Stunden irgendwo hinzusetzen für ein Gutachten, wohlwissend, dass das eigentlich total kontraproduktiv ist für einen weiteren Lebensverlauf? Ich kann nur sagen, was ich versuche, also wenn so eine Situation eintritt, dass eine Begutachtung notwendig ist, dann wird man versuchen, einen Arztbrief reinzuschreiben, dass eine Begutachtung im Heimbereich sinnvoll wäre. Das Problem ist, dass ich das halt leider sehr schwer beeinflussen kann. Ich schreibe sehr viele meine Briefe, ich argumentiere das immer rein, ich zitiere Literatur, ich versuche zu argumentieren, warum ich zu dieser Diagnose komme und was meine Konsequenzen daraus sind, aber ich kann halt nicht beeinflussen, wie dann agiert wird. Wenn gelegentlich funktioniert, dann gibt es eine Begutachtung im Hausbesuch. In anderen Situationen wird halt darauf bestanden, dass die Leute dort hinkommen. Und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass der Umgang, wir sind wieder bei diesem Punkt, ja, man kann im Einzelfall über CFS streiten, über MECFS streiten, ob das jetzt wirklich MECFS ist oder was anderes. Aber wenn generell in der BVA eine Anerkennung da wäre, dass es diese Erkrankung gibt und dass die schwerwiegend ist und dass die Leute schwer betroffen sind, ja, dann müssten zumindest der Großteil der Leute, die mit dieser Diagnose dort den Antrag stellen, noch ein Reha-Geld bekommen. Ja. Die Tatsache ist, es kriegt so gut wie keiner. Ja. Also da steckt schon ein systemisches Problem dahinter mit der Wahrnehmung, was MECFS ist. Und da kommen dann genau solche Sachen raus, wie Sie jetzt sagen, wo Leute zu etwas gezwungen werden, was sie ganz offensichtlich nicht machen können. Aber es wird dann halt einfach nicht geglaubt. Ich glaube, eine Frage ist noch. Ja, hört man das? Ja, wir hören Sie, ja. Nämlich zur Einrichtung in der Spezialambulanz. Also mein Sohn ist eben auch ME-CSS-Betroffener und er hatte das Glück, dass er irgendwie durch Internet-Eigenrecherche auf den Dr. Stingel gekommen ist und wirklich relativ rasch eine Diagnose bekommen hat im Vergleich zu anderen Menschen. Aber das ist ja nicht nur die eine Diagnose, sondern dann sozusagen, dann wird abgeklärt, ob er POTS hat, Small Fiber Neuropathie, dann musste er nach Tulln fahren und dorthin. Es waren so viele andere Arztbesuche und eigentlich alles wird dann irgendwie von einem Menschen, der eh nicht viel Energie übrig hat. Und das wäre halt der große Vorteil, wenn es zumindest, ich meine, mit der 25.000 bis 30.000 betroffenen Menschen in Österreich. Es gibt nicht einmal in Wien eine Ambulanz. Und wenn diese Betroffenen dann nicht immer dorthin fahren müssen und dort, und viele Ärzte, die guten Ärzte sind privat zu zahlen. Ich meine, wir sind in der glücklichen oder eher in der glücklichen Lage, dass das sozusagen die Eltern dafür aufkommen. Aber das ist ja nicht bei allen Betroffenen so. Was machen denn Leute, wo das die Familie nicht finanziert? Die bekommen ja diese fachärztlichen Befunde gar nicht. Und das wäre für mich ein ganz wichtiges Argument für die Einrichtung einer Spezialambulanz, dass die Betroffenen, die man dann auch kennt, dann kann man auch die, weil sonst kommt man wieder zu jedem neuen Arzt, fängt wieder neu an, und das wäre für mich schon ein wichtiges Argument, diese Fachambulanz einzurichten und nicht schauen, dass das weiter im niedergelassenen Bereich, da kann man noch lange warten zum Teil. Das war mein Beitrag, danke. Vielen Dank. Herr Schweikert, ich glaube, Sie wollen... Dankeschön. Ja, das sehe ich genauso. Und wenn ich eine
eine Forderung noch ergänzen könnt. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass diese Ambulanzen dringend notwendig sind, aber ein Schritt, der dem Ganzen noch vorausgeht in meinen Augen, ist der Wille von den Verantwortlichen, das dann tatsächlich auch zu etablieren. Und wir haben es jetzt bei Long-Covid gesehen, es ist prinzipiell möglich, so eine multidisziplinäre Ambulanz zu schaffen und einzurichten. Und wenn etwas grundsätzlich geht, dann fehlt es einfach nur noch an der Bereitschaft, das dann auch umzusetzen. Und ich kann verstehen, wenn es Dinge gibt, die einfach prinzipiell nicht gehen. Ja, das sehe ich ein, das kann ich akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren kann, ist mangelndes Interesse daran, etwas ins Leben zu rufen, das ins Leben gerufen werden könnte. Das reicht nicht und das ist nicht gut genug. Das muss besser werden. Gerne. Mache das eine und lass das andere nicht. Ich sehe eigentlich immer nur dieses Licht. Ich hoffe, ich schaue nicht ganz blöd rein. Ich sehe überhaupt niemanden von Ihnen. Das ist echt schade. Da hinten hat eine Dame nämlich gemeint, sozusagen, wir brauchen die Spezialambulanz, weil im niedergelassenen Bereich warten wir, bis wir schwarz sind. Ja, das ist richtig. Aber die Spezialambulanz kann nur so gut funktionieren, als es Niedergelassene gibt, die sagen, dort müssen sie hingehen. Weil ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, das könnte eine Krankheit sein, die heißt MECFS und vielleicht haben sie das, also lassen sie es dort anschauen. Also das muss ineinander greifen, weil wenn jemand selber keine Ahnung hat und der Hausarzt sagt, tun Sie sich ein bisschen zusammenreißen, machen Sie einen Waldlauf am Wochenende, dann kommt der auch nicht in die Spezialambulanz. Also Wissen muss in die Breite, sonst wird da nichts draus, außer für ganz wenige, die sich den Neurostingel aus dem Twitter außergoogeln. Ja, also ich wollte noch auch dazu sagen, also ich war selber sehr stark betroffen 2018. Also ich konnte zu den Ärzten maximal mit dem Taxi fahren oder mich hat jemand geführt hin und her. Irgendwann konnte ich mir das Taxifahren nicht mehr leisten. Und diese Wege, die man auf sich nimmt, ja, das ist so furchtbar anstrengend. Und ich weiß nur, wie ich vor 20 Jahren oder so wahnsinnige Rückenschmerzen hatte und deswegen ins Spital gegangen bin, die mich auch aufgenommen haben, bin ich durchgecheckt worden, woher diese Schmerzen kommen. Also ist mein Schädel angeschaut worden, ich habe ein Rücken-MR bekommen, ich habe alle möglichen Physiotherapien bekommen und sowas und ich war im Spital. Also ich musste nicht und mit ärgsten Schmerzen hin und her fahren, sondern ich wurde dort betreut. Und so etwas für ME-CFS-Patienten, wo eh jeder Weg zu anstrengend ist. Ja? Also man liegt irgendwie im Bett und denkt sich, okay, jetzt muss ich aufstehen. Dann steht man auf, frühstückt. Dann nachher, nach dem Frühstück, legt man sich schon wieder hin, ja? Und denkt sich, okay, ich muss aber heute zu dem Termin. Ich muss noch in die Dusche. Und jeder Weg so anstrengend ist. Und da einfach wirklich in einem Spital zu sein, auf einer Station, und da dann halt herumgeführt zu werden im Haus oder auch mit der Rettung herumgeführt wird, weil es einfach auch gar nicht mehr anders geht. Bei mir war es so. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Eine kleine Anmerkung habe ich schon noch. Und zwar zu dem Thema, ja, es ist immens wichtig, dass auch im niedergelassenen Bereich die Aufmerksamkeit für das Thema mehr da ist. Ich betreue die Kontaktadresse von der Österreichischen Gesellschaft für ME-CFS. Und mir schreiben jeden Tag zwischen 5 und 10 Leuten, ich habe den Verdacht, an dieser Krankheit erkrankt zu sein. Und diese Leute könnte man dann schon auch auf so eine Spezialambulanz verweisen. Also auch ohne, dass die Aufmerksamkeit jetzt schon da wäre, wäre es trotzdem am besten morgen wichtig, wenn es sowas gäbe. Es gibt ja auch schon jetzt genug Betroffene, die von sowas profitieren könnten. Ich glaube, da ist noch eine Frage im Saal. An den Dr. Stingel hätte ich eine Frage. Das hätte zu Hause auch selber kommen können. Ist eigentlich ME-CFS im ICD-10 vorhanden? Schon. Okay, ich habe das zu Hause in der Praxis liegen, habe aber komischerweise noch nicht geschaut, obwohl wir seit Jahren damit konfrontiert sind. Ja. Es ist kodiert, es ist seit ewigen Zeiten kodiert, G93.3 und keiner nimmt es ernst. Weil die WHO, diese Pläder als der niedergelassene Hausarzt, der sagt, das ist psychosomatisch. Und das ist das Grundproblem. Ja. Da ist ja der Gordon, Entschuldigung,
da ist ja eigentlich der Knackpunkt. Ja. Das ist nicht einmal anerkannt. Nein, ich glaube, das ist ja das große Problem, was ich meine. Man kann in jedem Einzelfall darüber streiten. Das ist, niemand liegt immer richtig. Aber das Grundproblem ist, dass noch immer so getan wird, wie wenn ME/CFS eine kontroversielle Erkrankung wäre. Ja. Klar, wir wissen nicht genau, was passiert. Wir kennen die genauen Ursachen noch nicht. Ja. Aber es haben genug große Institutionen ganz klar gesagt, ME/CFS ist eine schwere somatische Erkrankung. Und das bedingt eine andere Therapie als Psychopharmaka. Und ich glaube, das ist das große Problem momentan, wir brauchen diese Bekenntnis. Das muss von oben herab ganz klar gesagt werden, ME/CFS ist real. Wir diskutieren nicht darüber, ob es ME/CFS gibt. Wir können im Einzelfall darüber diskutieren, aber wir bewegen uns auf dem Boden der wissenschaftlichen Tatsachen und da gibt es genug Hinweise, was da schiefläuft. Weil es ist ja nur eine Minorität sozusagen existent, die jetzt mit ME/CFS konfrontiert ist. Ja, so wie Sie zum Beispiel. Ja. Also ich denke, die Forschung hat ja gar kein Interesse daran, weil man weiß, auch mit vielen anderen Erkrankungen ist es so, wenn eine Krankheit eine Minderheit betrifft, dann hat die Pharmaindustrie, und das ist keine Verschwörungstheorie jetzt, kein Interesse daran zu forschen, ja, im Sinne von medikamentöser Unterstützung. Ja. Aber ich glaube, das ist das Problem dabei, es ist ja keine seltene Erkrankung. Ja. Und das Zweite ist, jeder im Gesundheitswesen hat mit ME/CFS Kontakt. Die meisten erkennen es nur halt nicht als das, was es ist. Ja. Was auch damit zu tun hat, dass die Leute dann irgendwann einfach nicht mehr zum Arzt oder zur Ärztin gehen, weil es eh nichts bringt in den meisten Fällen. Ja. Aber die Pharmaindustrie ist in Wirklichkeit strunzdumm, dass sie sich diese Chance entgehen lässt. Ja. Die Pharmaindustrie wartet halt darauf, dass irgendjemand, irgendein Bio-Startup, irgendein Medikament entwickelt und wenn dann ein Mechanismus da ist, dann werden sich alle darauf stürzen. Ja. So ist es immer. Ja. Niemand von diesen großen Pharmafirmen forscht selber noch an der Medikamententwicklung. Das ist zu teuer und zu riskant. Die geben lieber Geld für Marketing aus. Und für Psychopharmaka? Nein, also die warten einfach darauf, dass irgendjemand das findet und dann wird dieses Bio-Startup gekauft. Ja, so rennt das. Ja. Und deswegen wäre es ja so wichtig, dass wir irgendwann mal, wenn es jetzt BC007 ist, dann ist es BC007. Aber wir brauchen irgendwas, was wirkt, dass die sehen, da können sie Geld damit verdienen. Und dann wird sich alles ändern. Das war bei MS so, das war bei Rheuma so. Ab dem Moment, wo es Therapien gibt, geht die Publikationsrate nach oben und ich hoffe, es wird bei ME/CFS genauso passieren. Aber wir haben in Österreich eine Ärztekammer. Ja? Ich verstehe nicht, warum solche Institutionen und Einrichtungen fast mundtot sind. Ja? Also wir haben nicht einmal was erreicht, ich sage jetzt keinen Namen, obwohl wir gute Kontakte hatten. Ja? Bis zum Ärztekammerpräsidenten, es hat sich nichts getan. Also wie geht es erst Menschen, die weder von Eltern noch von einer Familie noch von Freunden unterstützt werden können? Ich glaube, das Problem ist, wenn es eine Patentlösung dafür geben hätte, dann würde man jetzt nicht da sitzen. Ich habe versucht, das über die letzten Jahre, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, das auf möglichst sachliche Art zu argumentieren. Immer. Und ich sehe auch, dass es bei den Kolleginnen und Kollegen, die meine Briefe wirklich lesen, auch irgendwie auf Interesse stößt. Ja, wenn da Literaturzitate drinnen stehen, dann kann man sich denken, okay, das ist jetzt irgendein Trottel. Ja, oder man liest es nach und kommt dann drauf, oh, da ist ja doch vielleicht was dran. Ja. Das hat sicher ist mit ein Grund, warum vielleicht jetzt doch mehr Leute das wahrnehmen. Ja, weil natürlich, ich sehe viele Leute und meine Briefe gehen die Runde. Ich hoffe schon, dass das eine Auswirkung hatte. Ja. Ich glaube, dass es von unten nach oben sich ändern wird. Es wird einfach in der breiten Masse der Ärztinnen und Ärzte jetzt durch Long-Covid zunehmend auffallen. Es werden sich zunehmend Leute aus Eigeninteresse damit beschäftigen, weil sie einfach eine gute Arbeit machen wollen. Von oben herab wird da nichts kommen. Das ist einfach, ich glaube schon, dass es durchaus auch ein gewisser Generationenkonflikt ist. ME/CFS, Fatigue hat dieses Beigeschmack crazy or lazy. Leute in Führungspositionen sind harte Typen, die sich nach oben gekämpft haben, weil sonst würden sie nicht in den Führungspositionen sitzen. Die haben 17 Nachtdienste im Monat gemacht und sich nebenbei habilitiert, deswegen sind sie dort, wo sie sind. Und alle, die das nicht können, sind schwach. Und das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, da wird nichts viel kommen. Ja. Aber die Leute, die wirklich tagtäglich mit diesen Betroffenen zu tun haben, die sehen es jetzt und da ändert sich momentan was. Aber das geht halt leider nicht von heute auf morgen. Und man muss über jeden Kollegen und über jede Kollegin froh sein, die erkennt, dass da mehr dran ist, als man auf den ersten Blick glauben mag und wirklich erkennt, dass das jetzt rein intellektuell ein extrem spannendes Feld ist, wo man wirklich viel über Medizin lernen kann. Und was die Arbeit irrsinnig bereichert, ich meine, weil immer wieder zum Beispiel Mastzellenaktivierungssyndrom ist so ein Beispiel. Ja.
Das kennt keiner, weil man es nicht messen kann, aber das betrifft gar nicht so wenige Leute. Und ich habe jetzt so viele Leute schon erlebt, die mit psychiatrischen Diagnosen über Jahre gelaufen sind und wo plötzlich kaum gibt man Antihistaminika, sind die Panikattacken weg. Ja? Das ist absolut bemerkenswert. Und natürlich steht man als Genie da. Sie sind der Arzt, der es erkannt hat. Ja? Ich habe einfach ein deppertes 5-Euro-Medikament aufgeschrieben. Und das ist so schade. Ja? Man verbaut sich ja selber die Möglichkeit, gute Therapie zu machen, wenn man sich einfach ein bisschen in diese Thematik einlesen würde. Und natürlich funktioniert es nicht immer. Aber es gibt schon eine gewisse Befriedigung, auch wenn es dann einmal funktioniert. Und ich glaube, das bewegt dann mehr, als wenn von oben herab der Ärztekammerpräsident sagt, ihr müsst das MCFS machen. Ja? Wie alt ist Ihr jüngster Patient? Nee, also ich bin erwachsener Neurologe. Ich mache so die Grenze so bei 13, 14, weil ich einfach mit Pädiatrie keine Ahnung habe. Aber mit 14 ist man quasi erwachsen körperlich. Da sehe ich schon einige. Ja, also auch wenn es eine nicht so zufriedenstellende Antwort ist, weil es nicht sofort geht. Ich glaube, die Dringlichkeit heute Abend ist ganz gut rübergekommen, wie wichtig es ist, über diese Krankheit zu sprechen, sie in die Breite zu tragen und auf allen Ebenen, sowohl auf der Seite der Betroffenen, ob man sich jetzt selbst organisiert, aktiv wird, politisch aktiv wird, auf Seite der Ärztinnen und Ärzte auf dieses Thema aufmerksam macht, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, auch in ihren Medienauftritten und eben von Seiten der Patientenanwaltschaft und auch ein wenig der Politik, da diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ich würde gerne diesen Abend mit einer Stimme schließen, die stellvertretend für die Schwerstbetroffenen steht. Diese Betroffenen können heute nicht hier sein, aus ganz eindeutigen Gründen. Und wahrscheinlich ist auch das Zusehen via Livestream sehr anstrengend. Daher möchte ich eine Stimme zu Wort kommen lassen, und zwar jene von Rosa. Sie ist mit 15 Jahren an einer durch Corona ausgelösten Enzephalitis erkrankt, die mittlerweile zu MECFS geführt hat bei ihr. Innerhalb von 1,5 Jahren wurde sie zu einem Pflegefall, zu einem Schwerstpflegefall. Sie ist komplett bettlägerig, hat kaum Kraft zu essen, erträgt kein Licht, keine Geräusche, also all das, was wir heute schon mehrmals gehört haben von Angehörigen von Schwerstbetroffenen. Und sie hat sich auf den Aufruf der CFS-Gesellschaften gemeldet und ihre ganze Kraft zusammengenommen, um uns eine Audiobotschaft zu schicken. Und ich würde kurz bitten, dass wir uns die anhören. Sie hat sich sehr, sehr bemüht und wir werden gleich hören, was sie zu sagen hat. Ich kann gerade nicht denken. Okay. Ach so, vielleicht sowas. Ich wünsche mir, dass. Ich wünschte, wir würden von euch Politikern gesehen werden, denn wenn ihr uns sehen könntet, würdet ihr helfen. Cool. Ja, oder ich wünschte, dass auch die Menschen, die an ihr Bett gekommen sind, gesehen werden, aber das ist ja eigentlich das. Oder. Das ist ja schon mal zum Ersatz. Oder es eigentlich darum geht, die Ökonomie voranzutreiben, sondern ein liebevolles Miteinander zu schaffen, in dem auch die Schwächeren unterstützt werden oder versorgt werden. Und wir brauchen Forschungsgelder, sonst müssen wir weiter unser Leben träumen, statt unsere Träume leben zu können. Oder lasst uns nicht allein unser Leben im Badezimmer verbringen. Ich möchte es nur ganz kurz wiedergeben. Ich wünschte, wir könnten von euch Politikern gesehen werden, denn wenn ihr uns sehen könntet, dann würdet ihr uns helfen. Ich wünschte auch, dass die Menschen, die an ihr Bett gebunden sind, gesehen werden.
Es geht nicht immer nur darum, die Ökonomie voranzutreiben, sondern ein liebevolles Miteinander zu schaffen, in dem auch die Schwächeren unterstützt werden. Wir brauchen Forschungsgelder, sonst müssen wir weiter unser Leben träumen, statt unsere Träume leben zu können. Ich würde euch bitten, Rosa mit einem Applaus an dieser Stelle zu begrüßen und uns bei ihr damit zu bedanken. Genau, und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, sich an dem Gespräch beteiligt haben, Ihre Geschichten und Erfahrungen mit uns geteilt haben und natürlich auch an meine Gäste für ihre Einschätzungen, für ihre Expertise und für deine ganz persönlichen Eindrücke und auch ein Dankeschön dafür, dass du dich politisch auch aktiv zeigst und dadurch die Krankheit und auch die Sicht der Betroffenen sichtbar machst. Also vielen herzlichen Dank an euch alle und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Schön, dass immer mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gerichtet wird. Der Dr. Stingl ist schon heiser und uns geht auch langsam die Puste aus bei der Österreichischen Gesellschaft für den ECFS. Wenn Sie jemanden kennen oder selber Interesse haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, dann würden wir uns sehr über Unterstützung freuen. Das ist ein richtiger Applaus.